Sehr geehrter Herr Regierungschef, lieber Daniel, sehr geehrte Landtagsabgeordnete und Gemeindevorsteherinnen und Gemeindevorsteher und Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, sehr geehrte Frau Regierungsrätin, liebe Graziella, liebe Podiumsgäste und liebe Gäste. Ich begrüße Sie alle herzlich hier in Gamprin zur heutigen Zeit für Liechtenstein-Veranstaltung und für Ihr Interesse an einem nicht so ganz einfach zugänglichen Thema, das uns aber alle sehr direkt betrifft. Wir reden heute über Geld, über unser Geld, könnte man sozusagen sagen, weil die öffentlichen Finanzen eines Landes sind ja sozusagen auch die Volksfinanzen. Sie bestehen wie bei unseren privaten Finanzen, sei es als Privatperson oder als Unternehmen, aus Einnahmen und Ausgaben, aus Investitionen und hoffentlich auch aus Vermögen. Die Einnahmenseite der Volksfinanzen kennen wir alle bestens. Wir bezahlen schließlich brav alle unsere Steuern. Zumindest müssen wir alle eine Steuererklärung einreichen. Auch die Ausgaben- oder die Investitionsseite, die kennen wir gut, kennen wir in den verschiedensten Formen. Und wenn ich jetzt Graziella hier sitzen sehe, kommen mir bei den Baustellen im Land, auf der Straße auch immer die Ausgaben in den Sinn. Das ist fast nicht zu übersehen. Aber auch viele andere Positionen erleben wir im täglichen Leben. Sozialleistungen, andere staatlichen Hilfen, Unterstützungen und so weiter. Der Katalog der staatlichen Ausgaben ist eben lang und der Katalog der staatlichen Einnahmenseite ist im Vergleich dazu eher kurz. Aber offensichtlich ist das nicht so ein großes Problem. Da wird uns der Herr Regierungschef sicher dazu noch etwas sagen. Staat und Gemeinden verfügen außerdem, wie Private auch, über Vermögen, das investiert und vermehrt werden will. Aber es gibt auch eine Schuldenseite, zumindest in Liechtenstein auf Gemeindeebene, auf Landesebene meines Wissens immer noch keine Schulden. Aber als Private oder als Gemeinden kennen wir auch das Schuldenthema in den öffentlichen Finanzen. Wie immer, wenn es ums liebe Geld geht, möchten wir Liechtensteiner auch bei den öffentlichen Finanzen möglichst wenig einzahlen und möchten möglichst viel zurückerhalten und profitieren. Das ist natürlich und völlig normal, da stehen wir alle dazu, denke ich, damit die Rechnung dann am Ende trotzdem aufgeht. Und das tut sie in Liechtenstein meistens eben auch sehr gut. Braucht es eben viel Know-how, es braucht Disziplin und es braucht auch Überzeugungskraft. Wer in einem Unternehmen, in einer Gemeinde oder in einem ganzen Land für die Finanzen zuständig ist, muss mit unterschiedlichsten Forderungen umgehen können, muss viele verschiedene Anspruchsgruppen zufriedenstellen. Das schafft man auch nicht immer so ganz einfach. Er darf das Ganze dabei nicht aus den Augen verlieren als Finanzverantwortlicher und am Ende eben trägt man sehr viel Verantwortung. Und genau darum ist in Liechtenstein eben der Regierungschef immer zugleich auch der Finanzminister, eben weil es vermutlich die schwierigste Aufgabe in der Regierung ist und damit eben auch Chefsache ist, die Finanzen, weil alle anderen Regierungsmitglieder brauchen für ihre Aktivitäten eben auch Geld und jemand muss das Ganze dann zusammen und im Auge behalten und das ist bei uns in Liechtenstein von Amtes wegen eben der Regierungschef. Seit den letzten Landtagswahlen stellt die VU wieder den Regierungschef und damit den Finanzminister unseres Landes. Und ich freue mich sehr, dass sich Daniel Riesch heute öffentlich diesem komplexen und auch ziemlich anspruchsvollen Thema annimmt. Ich glaube nicht, dass es in jedem Land so ist, dass ein Regierungschef, ein Premierminister, ein Bundeskanzler an einer öffentlichen Veranstaltung zum Thema öffentliche Finanzen Impulsvorträge hält. Ich finde das auch eine Qualität von Liechtenstein, dass man als Mitglied, als Vertreter der Bevölkerung an eine Veranstaltung kommen kann und direkt mit dem Regierungschef, mit dem Finanzminister über die öffentlichen Finanzen diskutieren kann. Gleichzeitig freue ich mich sehr, dass wir wieder kompetente Gäste für ein spannendes Podiumsgespräch gefunden haben, die an der Seite vom Regierungschef dann im Anschluss an sein Impulsreferat unter der Moderation von Daniela Ospelt ein Gespräch zu diesem Thema führen werden. Daniela Ospelt ist nicht nur sehr erfahren in Sachen Moderation, sie ist selbst auch Gemeinderätin in Vaduz und kennt daher das Thema Gemeindefinanzen aus eigener Erfahrung als Gemeinderätin und das ist sicher in der Moderation bei so einem Thema auch ein Vorteil. Ich freue mich natürlich auf diese Diskussion und Daniela wird uns dann auch die Podiumsgäste noch genauer vorstellen.
An dieser Stelle möchte ich mich bereits herzlich bedanken für die Bereitschaft aller Mitwirkenden heute Abend dabei zu sein. Vielen Dank, das ist nicht selbstverständlich, gerade weil es eben auch ein komplexes Thema ist, ein Thema, wo Know-how gefragt ist und wo sich nicht alle so sattelfest fühlen. Und ich glaube, die Leute, die heute auf der Bühne sind, die sind alle sattelfest beim Thema. Das haben wir vorher schon gewusst und wir werden es heute Abend sicher wieder so erleben. Im Anschluss an die Beiträge heute Abend freue ich mich, dass wir Sie alle noch zu einem Aperorisch oder wie man auf gut Deutsch sagt, zum Essen und Trinken einladen dürfen. Im Anschluss vorne im Foyer unseres schönen Gambriner Saales hier. Und da können wir dann sicher auch noch das eine andere Thema zum Thema öffentliche Finanzen vertiefen. Und Sie dürfen sich dann auch an den Parteifinanzen schadlos halten und die Parteifinanzen ein bisschen belasten. Das freut sicher vor allem die Gäste, die jetzt nicht VU-Mitglieder sind, da können Sie der VU jetzt ein bisschen auf die Finanzen drücken. Aber irgendwann werden wir dann schon Feierabend machen, da kann ich unsere Finanzverantwortlichen auch wieder beruhigen. So viel zum Thema Finanzen. Ich freue mich auf den heutigen Abend. Ich danke ganz besonders unserem Regierungschef Daniel Risch, dass er sich bereit erklärt hat, hier den Einstieg zu machen und übergebe ihm hiermit die Bühne für sein Impulsreferat zum Thema öffentliche Finanzen. Ihnen allen viel Vergnügen, einen interessanten Abend und danke, dass Sie gekommen sind. Bestens, ja, vielen Dank, Thomas. Es freut mich sehr, dass wir in dieser grossen Runde heute am Thema Geld uns annehmen können. Und es gibt etwas, was der Thomas gesehen hat, was ich gleich unterschrieben hätte und etwas, was ich vielleicht nicht so unterschrieben hätte. Das, was ich gleich unterschrieben hätte, ist, dass wir, jetzt muss ich da ein bisschen hindern, dass wir heute über unseres Geld reden. Also wenn wir über öffentliche Finanzen reden, dann ist es nicht mein Geld, das ist nicht das von der Regierung oder vom Landtag, sondern von uns allen. Und das Geld von der Gemeinde gehört uns allen. Und darum dürfen wir manchmal auch turnen und darüber entscheiden, ob jetzt das Geld schon so ausgehen soll oder nicht. Und das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges, das unterschreibe ich auf jeden Fall. Ob der Regierungschef den schwierigsten Job in der Regierung hat oder nicht, es hängt immer ein bisschen von der Situation ab. Ich glaube, alle Regierungsmitglieder haben schwierige Sachen und alle haben auch schöne Sachen. Und von dem her teilen wir uns da Leid und Freude in unserem Gremium. Ja, ich freue mich, dass ihr am Appell, wir müssen über Geld reden, über unser Geld reden, heute Abend eben so zahlreich gefolgt sind. Ich probiere, so bei vier Teilen uns dem anzuhören. Zuerst einmal, wo gibt es denn überhaupt Quellen und Informationen? Ihr habt zum Beispiel das Liechtenstein in Zahlen, wo wir sehr transparent eigentlich auch sind, wenn es um Geld geht. Dann so der aktuelle Stand, wie schaut es bei uns im Land aus? Dann der Finanzausgleich, wo haben wir das Gefühl, könnte man dort Anpassungen machen. Es ist ja ein aktuelles Thema. Und das aktuellste von allen Themen ist natürlich das, quasi, jetzt muss ich mehr für einen Strom zahlen, Staat, gib mir bitte Geld, es wäre doch noch schön. Ich glaube, das ist ein Thema, wo wir sicher auch nachher der Diskussion noch können beleuchten, aber etwas, was ich vielleicht noch einleitend dazu sagen will. Über Geld reden ist etwas, was man nicht so gern tut bei uns im deutschsprachiger Raum. Da gibt es verschiedene Studien, die sagen, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein ist es also das Thema, wo man nicht drüber redet. Meistens geht es dann ja darum, um ein Lohn oder um das Vermögen. In meinem Fall ist es so, mein ist bekannt, er ist quasi, steht im Gesetz und kann man in der Zeitung nachlesen. Ich habe kein Problem damit, aber immer wenn etwas bekannt ist, dann gibt es Leute, die sagen, es ist zu viel und andere, die sagen, es ist zu wenig und derner, die sagen, es ist genau richtig. Und darum, glaube ich, geht es so bei den Staatsfinanzen darum, dass wir ein bisschen uns anhören, was ist denn genau richtig, weil einer hat immer das Gefühl, es sei zu viel und der andere zu wenig und genug ist es ja meistens nicht. Also, über Geld redet man nicht. Es ist ja so ein Ding, aber es ist eben falsch. Ich glaube, in der Familie muss man über Geld reden, in der Gemeinde muss man über Geld reden, im Land muss man über Geld reden. Darum sind wir heute ja da. Und ich bin nicht allein mit der Meinung, dass man muss über Geld reden. Es gibt nicht nur im Deutschsprachigen, auch im Englischsprachigen der Begriff Financial Literacy als wichtiges Thema. Das ist nämlich ein Thema, wo es darum geht, dass man kann über Geld reden, dass man weiß,
wo Geld herkommt, wie man Geld macht, was ein Budget ist, wenn man ein Budget aufstellt, dass man darüber redet, was sind Investitionen, was sind laufende Ausgaben, was ist Geldpolitik und was ist der Unterschied zur Fiskalpolitik und so weiter und so fort. Über alle diese Themen werden wir heute Abend also an einem oder anderen Ort dazu kommen. Und das sind wirklich, glaube ich, Themen, wo wichtig ist, dass man sich da ein Stück weit auskennt. Einige von euch habe ich schon gesehen, wo ich fast selber Respekt bekommen habe, weil ich denke, ihr wisst noch viel mehr darüber als ich. Aber über die Staatsfinanzen, glaube ich, kann ich jetzt etwas sagen. Auch zu Financial Literacy oder zu Zahlen allgemein gehört das Thema der Umgang mit grossen Zahlen. Und in der Wissenschaft sind grosse Zahlen, die nach wie unendlich. Dort tut man sich dann drum. Aber für uns normale Menschen sind schon grosse Zahlen, 100 Millionen sind schon schwierig. Wenn wir über 100 Franken reden oder über 1000 Franken, ja, dann können wir es immer irgendwo so vielleicht mit unserem Lohn oder mit irgendetwas so in ein Verhältnis setzen, dort haben wir noch keine Mühe. Aber wenn in der Politik von 100 Millionen geredet wird, dann hängen ein Haufen Leute schon aus und sagen, ist halt viel. Oder? Und wenn es dann noch Milliarden sind, also 1000 Millionen, dann kann man sich wie nicht vorstellen. Wir müssen uns aber mit dem beschäftigen, wir müssen uns mit dem auseinandersetzen. Auch wenn es einen Haufen Nuller hat und vielleicht 1,2 Milliarden noch wenig tönt, dann muss man es halt einmal ausschreiben, damit man einmal wieder weiß, wo wir eigentlich dran sind. Ich glaube, immer wir uns bewusst sein und was wir uns auch bewusst sein wollen, und wer das entziffern kann, er ist ein großer Astrid Lindgren-Fan, nämlich 2 mal 3 macht 4, wieder, und 3 macht 9. Man merkt am Schluss, wenn man es auflöst, das Resultat stimmt, aber der Lösungsweg von Pippi hat nicht ganz gestimmt. Oder? Also sie hat noch der Vierer dort zusammen. Aber beim Kleinen und Großen 1x1, oder bei Pippi ist es die Plutimikation, bei uns ist es die Multiplikation, dort tun sich viele Leute auch schon schwer. Wenn wir eine Investition haben, einmal 50 Millionen ausgeben, dann haben wir einmal 50 Millionen ausgegeben und dann steht das Gebäude hoffentlich. Vielleicht sind es plus 2 oder minus 2, aber dann sollte es eigentlich da sein und dann haben wir vielleicht noch laufende Kosten. Wenn wir aber sagen, ja, wir könnten ja die Beitragsleistung da schon mal um 10 Millionen erhöhen und es ist dann halt 10 Jahre oder länger, dann wären halt aus 10 Millionen dann irgendwann 100 Millionen. Oder wenn wir sagen, auf 40 Millionen verzichten wir in den nächsten Jahren, dann ist es halt über 20 Jahre gerechnet, dann 800 Millionen, die uns vielleicht fehlen. Und es ist etwas, wo in der Diskussion vom Budget vom nächsten Jahr meistens nicht stattfindet, weil das nächste Jahr ist ja quasi nur einmal. Aber was halt sich dann hinter wird zusammensammelt, es ist dann halt ein X-faches und ich glaube, es sind so die grundlegenden Themen, wo wir immer mal wieder in der Diskussion, wenn es um Finanzen geht. Ja, gehen wir mal ein bisschen ins Detail. Gehen wir zu den Zahlen, die wir uns noch ganz einfach vorstellen können. Und es ist also ein bisschen ein Seitenhinweis, wo man ganz gut interessante Zahlen bei uns im Land findet, nämlich auf dem statistikportal.li, wo wir seit etwa einem halben Jahr online haben. Da gibt es immer beim Einstieg so kurz und bündig und dann gibt es so die Kacheln, wo man so einfach Fakten man sehen kann, wo man sich vielleicht ein bisschen orientieren kann, wie geht es denn bei uns im Land. Und da sind wir jetzt noch bei der privaten Haushalt, ich komme dann nachher auf einen öffentlichen Haushalt und da sieht man, dass der Medianerwerb, Median, wissen wir nicht alle, der Median ist der Mittelwert, wo 50% von der Wert drunter sind und 50% von der Wert drüber sind. Also der Medianerwerb bei uns im Land ist bei 53.000, der Medianerwerb von einem Haushalt bei 95.000. Das heißt, die Hälfte der Haushalte bei uns im Land verdienen weniger als 95.000. Darunter haben wir das Medianvermögen und das Medianvermögen von der Haushalt und von der einzelnen Person. Jetzt könnte jemand sagen, ja, aber halt. Der durchschnittliche Lohn bei uns im Land ist doch 6.800 Franken. Warum ist das jetzt eigentlich weniger? Weil wenn man das anrechnet, da sind wir bei 4.500. Ja, der Bruttolohn kommt aus der Lohnstatistik und dort rechnet man immer auf 100%. Aber das ist das, gemäß der Steuererklärung, was der Haushalt wirklich zur Verfügung hat. Also ein durchschnittlicher Haushalt oder der Mittelwert vom Haushalt, die Hälfte der Haushalte hat mehr als 95.000 und die andere Hälfte hat weniger als 95.000. Das ist einfach einmal so, sagt schon, man muss mit den Zahlen, man muss sie interpretieren, man muss wissen, von was man redet. Und ein interessanter Wert, der auf der gleichen Seite auf dem Statistikportal zu finden ist,
0 Franken Steuern zahlen 23,5% der Steuerpflichtigen bei uns im Land. Was es mit dem auf sich hat, dort sage ich danach noch etwas dazu. Kommen wir zu den grossen Zahlen. Wenn wir alles anschauen bei uns im Land, nicht nur der Staat, sondern auch Gemeinden und Sozialwerke, dann ist es im Jahr 2020, alle wissen dahin, 2020 war ein besonderes Jahr gewesen, mit einem besonderen Steueranfall. Und dann haben wir noch Corona gehabt, grosse Ausgaben noch. Im Jahr 2020 haben wir insgesamt einen Überschuss gehabt, bei den Gemeinden und beim Land sind wir von 445 Millionen Schweizer Franken. Konsolidierte Staatseinnahmen von fast 2'000 Millionen. Konsolidierte Staatsausgaben von 1'500 Millionen. Ein Reinvermögen vom Sektor Staat von 9,4 Milliarden. Jetzt können wir sagen, aber wir haben doch nur 2,7. Wer kommt jetzt wieder mit 9,4? Da zeigt man, ich zeige es auf der nächsten Seite. Da sieht man wieder, wie funktioniert das zusammen. Und wir haben Steuereinnahmen beim Land und Gemeinden von 970 Millionen gehabt. Bei dem Statistikportal kann man immer draufklicken und dann kommt alles wunderbar und erklärt das so. Und wenn der Sektor Staat, wenn man der will, genau anschauen will, dann kann ich auf Seite 45 verweisen, von dem Liechtenstein in Zahlen, wo wir vorgelegt haben. Dann sieht man eben, der Staat setzt sich zusammen aus der Landesebene, der Gemeindeebene und der Sozialversicherung, also der AHV und Arbeitslosen. Kasse. Dort rechnet man die Werte entsprechend zusammen und da sieht man, wie sich das zusammenstellt. In den nächsten Ausführungen gehe ich mehr aufs Land ein, aber man muss, wenn wir über öffentliche Finanzen reden, natürlich das alles betrachten. Und noch ein letzter Blick, das ist die Bibel staatlichen Handels, das ist der Rechenschaftsbericht, die haben wir leider nicht vom Auto mit hier, den täten wir noch sehen, wie dicker ist. Und dort gibt es alle Ausführungen zur Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung und so weiter und so fort. Ich glaube, was man sagen kann für unser Land ist, und das kann man für viele Länder nicht sagen, aber bei uns im Land kann man sagen, wir haben absolute Transparenz bezüglich Zahlen, Daten, Fakten zu den öffentlichen Finanzen bei uns im Land. Für jeder zugänglich, sei es online, sei es, wenn man die Bücher mit Hand nimmt. Ich glaube, dort haben wir überhaupt keinen Notstand, wenn man so will. Nackte Zahlen, und das haben wir jetzt glaube ich auch gesehen mit den Beispielen, die ich gebracht habe. Vielleicht haben wir schon, flimmert es auch schon ein bisschen vor den verschiedenen Zahlen. Nackte Zahlen erbringen wenig, sind wenig verständlich, sondern man muss sie können interpretieren. Man muss wissen, vielleicht auch in der Zeitreihe, wo kommen wir eigentlich her, wie hat es sich entwickelt. Erst dann machen sie Sinn. Darum ist die Einordnung und Einbettung wichtiger. Und darum sind wir auch heute dran und darum wollen wir eben über Geld reden, was wir heute tun. Ihr, die da sind, teilen meine Meinung, hoffe ich auch am Schluss noch von dieser Veranstaltung. Andere teilen die Meinung nicht. Wir haben auf Facebook bei der Einladung einen Kommentar, ich habe jetzt da den Namen raus, aber auf Facebook, da hat man gesehen, über Finanzen im Liechtenstein reden, erübrigt sich. Wer so viel Geld hat mit mir, der hat auch kein Finanzproblem. Mir wäre lieber, man täte noch ein paar andere einladen. Weil dann könnten Sie darüber diskutieren, wie verheerend die Situation in der EU ist. Genau, eine Schönwetterrunde interessiert mich nicht. Also, liebe Schönwetterrunde. Wir gehen jetzt da trotzdem ein bisschen in Medias Res, weil ich wirklich glaube, es macht einfach Sinn, dass wir darüber reden. Das Badewannenprinzip. Das kennt jeder. Wie füllt man eine Badewanne? Eine Badewanne füllt man, wenn man durch Stöpsel dort und Wasser reinlaufen lässt. Jetzt habe ich da ein Bild von einer liechtensteinischen Badewanne, wo es darauf geht, wie funktioniert das mit unseren Reserven? Wir brauchen oben wenn wir Wasser reinlassen und unten läuft halt das Wasser raus und dazwischen haben wir irgendwie einen Wasserstand. Und ihr seht da, Einnahmen pro Jahr haben wir im Jahr rund 900 Millionen. Ich gehe dann noch auf Details ein, wo die Zuflüsse herkommen. Ausgaben haben wir auch etwa von 900 Millionen. Das gibt uns das ausgleichende Budget, was uns so wichtig ist, was sogar per Gesetz festgeschrieben ist, dass wir das langfristig erreichen sollten. Und dazwischen, damit man baden kann, sonst hocken wir im Trocknen, ist nicht so gut, haben wir auch im Gesetz festgeschrieben, dass wir zwischen einfachen und dreifachen vom jährlichen Budget sollten eine Reserve haben. Also das Einfach die 900 Millionen und das Dreifach die 2,7 Millionen. Wobei nicht klar definiert ist, was passiert, wenn
Badewanne überläuft. Aber eine Gefahr ist im Moment leider ein bisschen gebannt, weil der aktuelle Wasserstand, wir haben Ende letzten Jahr 2,7 Milliarden gehabt, wir haben jetzt Börsenentwicklungen, wo wir heute bei etwa einem Minus von 425 Millionen stehen. Das sind 15% negative Performance und das bringt unseren Wasserstand etwa auf 2,3 Milliarden an. Hier gehen wir dort dann nachher noch ein bisschen drauf ein. Aber das so, dass man ein bisschen Grössenordnung und ein bisschen Bild im Kopf hat. Ja, wo kommt denn, was fließt denn da rein? Ich sehe da unten, das macht jetzt rund 820 Millionen aus, was ich euch da sage. Da sieht man so ein bisschen, wo das Geld herkommt. Also von den Unternehmern, das ist jetzt die Rechnung 2021, da der Voranschlag und da die Rechnung 2020, aber ich gehe vor allem auf das. Ertragssteuer, das ist das, was von den Unternehmern kommt, 241 Millionen. Mehrwertsteuer, das ist das, wenn man so will, was von uns allen irgendwo kommt. Das sind wir aber mit der Schweizer quasi in einem Verbund und Ende Jahr schaut man dann, welcher Anteil das an uns geht. Das sind letztes Jahr 226 Millionen gewesen. Dann Vermögens- und Erwerbsteuer, das ist das, was von den Privaten kommt, sind die 119 Millionen. Wenn man das umrechnet auf 40.000 Liechtensteiner, dann sind das rund 3.000 Franken pro Person, vom Säugling bis zum Rentner. Also müsste eine durchschnittliche Familie, wenn man das ausrechnet, 12.000 Franken Steuern zahlen. Können wir euch selber überlegen, welche durchschnittliche Familie 12.000 zahlt. Also die Verteilung da ist ein bisschen divers, aber ich gehe dort noch schnell drauf ein. Dann haben wir Stempelabgaben, Quellensteuer, weitere Einnahmen, dann haben wir da Geldspielabgabe, auf die gehe ich dann auch noch ein. Grundstücksgewinnsteuer, Motorfahrzeugsteuer und so summieren sich eigentlich die Einnahmen. Der Thomas hat die Einleitung gesehen. Ja, wir haben nicht so eine wahnsinnig große Liste von Einnahmen. Das sind sie und wenn sich die positiv entwickeln, ist es gut. Und wenn sie sich nicht positiv entwickeln, weil vielleicht es der Wirtschaft nicht so gut geht, dann haben wir vielleicht relativ rasch ein Thema. Ich habe oben geschrieben, und die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit. Wir hören ja etwa die Steuern sollten halt sozial gerecht sein. Jetzt aus meiner Sicht, ich bin tief überzeugt, dass die Steuern sozial gerecht sind. Wir haben es vorher schon gesehen, rund 25% von der Steuerpflichtigen zahlen 0 Franken Steuern und das können wir uns auch leisten bei uns im Land. Und 10% von der Steuerpflichtigen zahlen auf der anderen Seite 66% von der Steuern. Also man sieht da, man könnte wahrscheinlich auf 1% da hier rechnen, was ich denn noch, welcher Anteil zahlen und er wäre wahrscheinlich auch beträchtlich. Eine Zahl habe ich nicht da. Das kommt so aus der Steuerstatistik und allein daran sehen wir, ich glaube, unser Steuermodell ist heute schon relativ sozial ausgestaltet. Es hätte einmal noch Berechnungen gegeben vom ehemaligen Gesellschaftsminister, dort ist es dann darum gegangen, was komme ich noch vom Staat über? Also wenn ich jetzt noch das Kindergeld beispielsweise und andere Beitragsleistungen noch nicht rechne und dann hat er ausgerechnet, dass er für einen Haushalt 180.000 Franken quasi Einkommen haben muss, dass er anfängt, effektiv mehr am Staat zu geben, als er selber überkommt. Ich denke, von der Steuerbelastung her sind wir wirklich auch in einem gelobten Land. Auf der anderen Seite noch schnell zu den Casinos. Da möchte ich einfach dazu sagen, die Geldspielabgabe ist nicht alles zu der Geldspielabgabe dazu. Jetzt sind sie in den letzten Jahren die 27 bzw. 28 Millionen gewesen. Für dieses Jahr budgetieren wir mit 40 Millionen. Warum tun wir es? Weil in diesen zwei Corona-Jahren die Casinos über einen relativ langen Zeitraum geschlossen sind und keinen Umsatz gemacht haben. Und zu denen Beträge, die wir hier haben, zahlen die Casinos eben auch noch die Ertragssteuer, auch noch Abgaben, quasi Aufsichtsabgaben. Also wenn wir noch über Geldspielabgaben reden, ist es zu kurz gegriffen. Da hat es in den anderen Bereichen auch noch Einnahmen drin. So viel einmal zu den Zuflüssen. Dann schauen wir mal auf die andere Seite. Wo fließt denn das Geld hin? Da haben wir jetzt noch Zeitreihen hingenommen. Da sieht man von 2012 bis zum letzten Jahr. Ihr seht, der grüne Block, der eigentlich in allen Jahren der größte Block,
sind Beitragsleistungen. Der Ausschlag im 2020 sind 100 Millionen an die AHV, ein Sonderbeitrag, den man hier gesprochen hat, weil man gewusst hat, man hat hohe Einnahmen, und über 100 Millionen für Corona-Hilfe. Das ist der Grund, warum es da so einen Ausschlag gegeben hat. Dann sehen wir den Personalaufwand im blauen Bereich. Das ist das, mit dem wo wir unser Land, die Landesverwaltung und Lehrer und alles am Laufen behalten. Dann Finanzzuweisungen, der Sachaufwand und die Abschreibungen. Wenn wir uns spezifisch fokussieren auf die grünen, auf den grünen Block, auf den grössten Bereich, dann sind das die Beitragsleistungen, die 384 Millionen ausmachen. Das ist absolut der grösste Bereich. Und da hören wir ja immer wieder, sind jetzt das Gießkannen, also kommen da alle gleich viel über, oder sind es zielgerichtete Ausgaben. Bei gewissen Sachen ist es klar, und bei gewissen könnte man wahrscheinlich diskutieren, was es jetzt genau ist. Ich glaube, wichtiger ist, dass wir sehen, der absolut grösste Teil der Beitragsleistungen geht in die soziale Wohlfahrt und in Gesundheit, 240 Millionen. Dort davon Staatsbeiträge, eine Krankenkasse, eine Ergänzungsleistung, eine AHV, ein Spitäler. Wirtschaftsförderung ist in diesem Jahr eben besonders hoch gewesen. Normalerweise haben wir in der Wirtschaftsförderung 1,5 Millionen. Das sind Corona-Sonderbeiträge. Universität, das sind da die verschiedenen Beiträge, die da drin sind. Und da hinten sehen wir eben der grösste Teil soziale Wohlfahrt, dann Bildung, Volkswirtschaft, die normalerweise nicht so gross ist, Kultur, Freizeit und Sport, muss man da noch erwähnen, und übrige Beiträge. Also da gibt das Land einen Haufen Geld aus, auch zu Recht, weil das ist etwas, was uns allen am Schluss so zu gut kommen soll. Was gibt es denn, wenn wir die Zu- und Abflüsse quasi, wenn wir dann mit ihnen fertig sind, wenn wir noch den Blautal anschauen, dann kommen wir ein Betriebsergebnis über. Und das Betriebsergebnis über die letzten Jahre ist in allen Jahren bis im 2021 positiv gesehen, obwohl wir in allen Jahren negativ budgetiert haben. Das sind zwischen 5 und 158 Millionen. Und was in jedem Jahr quasi außer im 2018, wenn wir zurückschauen, passiert ist und man heute schon fast das Gefühl hatte, es sei normal, und wir immer gesehen haben, Achtung, es ist nicht normal, Finanzergebnisse können in beide Richtungen gehen, ist, dass wir relativ gute Finanzergebnisse erzielen haben können. Das Finanzergebnis ist auf der einen Seite sind das Dividenden, beispielsweise von der Landesbank oder von anderen Staatsbetrieben, und dann das Ergebnis aus dem veranlagten Vermögen. So stellt sich das bis zum heutigen Zeitpunkt dar, und darum ist auch die Aussage richtig, dass wir eigentlich gut aufgestellt sind und es uns eigentlich gut geht und wir uns die Sachen, die ich vorher gesagt habe, in den Abflüssen auch gut leisten können, so wie sie im Moment ausgestaltet sind. Wenn man jetzt ins Hier und Jetzt kommen, in das Jahr, wo im Februar mit dem Krieg zu vielen anderen Krisen noch zusätzliche Herausforderungen, nicht nur im humanitären Bereich, sondern auch im wirtschaftlichen, gekommen sind, dann haben wir nach mehreren Jahren wachsender Wirtschaft, sehr gute Börsenentwicklungen über einige Jahre, kaum teurig und tiefe Zinsen, jetzt eben feststellen, dass wir jetzt in einer Phasen drin sind, wo gewisse Leute als perfekten Sturm bezeichnen. Es ist sicher ein treffendes Bild, wobei ich immer noch hinzufüge, dass wenn das ein perfekter Sturm ist, wir wahrscheinlich, oder ein Tornado, wir dann wahrscheinlich im Auge drin sind und uns also mit der Schweiz sehen wir wahrscheinlich noch vergleichsweise im Moment am allerwenigsten hart trifft, wenn wir einfach in die Länder rundherum schauen. Aber nichtsdestotrotz, uns trifft es ein Stück wie hier. Und was uns sehr trifft, ist, wenn die Wirtschaft in Europa und in der Welt stockt, dann stockt unsere auch. Was uns jetzt sehr direkt trifft, wenn ich es vorher gesehen habe, ist die schlechte Börsenentwicklung, wenn es um die Staatsfinanzen geht oder ob ich gewissen privat, wenn die Teuerung steigt und wenn wir dann noch steigende Zinsen haben, auch dann ist es natürlich ein Thema, das uns alle beschäftigen muss. Es hat steigende Zinsen haben einen positiven Effekt, aber eben auch einen negativen. Und ich sage da vielleicht schnell etwas dazu und am Schluss dann nochmal. Zum Unterschied zwischen Geld- und Fiskalpolitik. Die Nationalbanken, die Schweizer Nationalbank oder auch die EZB, sind zwar da, um Geldpolitik zu machen, indem man schaut, dass das Geld stabil bleibt, dass die Teuerung tief ist.
Wir in der Regierung, in der Politik sind dafür da, um Fiskalpolitik zu machen, also zum schauen, was man mit den öffentlichen Finanzen tut. Und wenn in Deutschland der Bundeskanzler einen Doppelwumms ausruft und 200 Milliarden Euro ausgibt, dann gefällt es den Nationalbanken überhaupt nicht, weil dann schafft er eigentlich gegen ein restriktives System in der Geldpolitik, gibt er einen Haufen Geld aus und so ist das Tragik Gas und der andere bremst. Und was dann passiert, das wissen wir alle, dann geht es nicht unbedingt in die Richtung, die man gerne hätte. Also dort haben wir sehr Herausforderungen. Wo stehen wir also heute? Mit all dem, was wir wissen, seit Anfang Jahr, seit wir das Ergebnis im April kommuniziert haben. Wir nennen das die mutmaßliche Rechnung. Und wir haben, wo wir den Landesvoranschlag für das nächste Jahr präsentiert haben, auch einen Einblick gegeben, was wir denken, was wir für das Jahr erreichen würden. Und wir rechnen damit, dass wir im betrieblichen Ergebnis, wir sehen da den Ertrag und den Aufwand, besser würden sie, als was wir veranschlagt haben, im Finanzergebnis deutlich schlechter und in Summe dann eine Mittelveränderung von minus 330 Millionen haben würden. Das ist im Anfang September gewesen. Heute muss man davon ausgehen, dass das noch einmal 100 Millionen weiter unten sein wird. Da sieht man einfach, wie volatil das Ganze ist. Wie es Ende Jahr ist und wie es nächstes Sommer ist, wissen wir heute alle zusammen nicht. Was wir beeinflussen können, ist leider nicht erwartet unten. Was wir beeinflussen können, ist das. Da haben wir und das sollten wir auch tun, gemeinsam. Und wenn ich gemeinsam meine, dann ist es nicht gemeinsame Regierung, sondern mit dem Landtag zusammen und auch mit der Bevölkerung, wenn es darum geht, finanzpolitisch die Weichen für unser Land zu stellen. Dann haben wir aber noch etwas mehr. Wir haben nicht nur Ausgaben und Einnahmen, wir haben auch noch Investitionen. Und das ist für mich auch ein sehr spannendes Bild, das man hier sieht. Wenn wir die Rechnungen in den letzten Jahren anschauen, sind wir immer so bei den rund 40 Millionen gewesen. Wir sehen hier auch die Aufteilung, Finanzanlagen, Tiefbauten, der rote Teil, Investitionsbeiträge, Immobilien, Hochbauten und Grundstücke, die hier aufgelistet sind. Und dann sehen wir in den nächsten Jahren einen Effekt, wo wir in den Hochbauten und in den Investitionsbeiträgen deutliche Ausschläge haben. Die deutlichen Ausschläge sind verschiedene Bauten, wo wir im Moment dran sind. Es ist Schulzentrum Unterland 2, es ist Schulzentrum Mühleholz, es ist das Dienstleistungszentrum Gießen, es ist das Landesbibliothek in der Hochbauten da im hellblauen Bereich und bei den Investitionsbeiträgen ist es das Landesspital, weil es in der Landesrechnung anders abgebildet ist und noch weitere Investitionsbeiträge, die dort einkommen. Und trotzdem, dass wir das alles machen, ist das der Ausblick in der Finanzplanung. Die Finanzplanung wird übernächste Woche im Landtag behandelt. Und bei der Finanzplanung machen wir immer einen Ausblick, nicht nur aufs nächste Jahr, sondern plus 3 Jahre dazu. Ihr seht hier die mutmaßliche Rechnung per Stand September. Ich habe da unten schon den Stand etwas weiter unten eingezeichnet mit der roten Linie. Und dann der Voranschlag vom nächsten Jahr und dann die Finanzplanung für die kommenden Jahre. Und ihr seht, dass wir davon ausgehen, dass wir, das bringen wir wieder zurück auf die Badwanne, dass wir da der Stand von der Reserve, wenn wir die Hochbauten jetzt realisieren, also die Investitionen machen, sollten können auf dieser Flughöhe bleiben von rund 2,25 Milliarden, was wichtig ist, um eben diesen Schwankungen dann auch können mitzunehmen. Also vor dem Hintergrund kann man vielleicht ein Zwischenfazit ziehen, dass wir trotz der Covid-Pandemie und globalen Krise uns, wenn es um Finanzen geht, als robust erweisen, auch wenn wir die Schwankungen haben, wo natürlich wehtun. Ein gewisses Maß an Reserve ist in der Krise wertvoll und notwendig, absolut notwendig. Und die Aussichten sind zwar eingetrübt, aber wir müssen uns, und ich habe es da extra Dings, nicht grosse Sorgen machen. Wir müssen uns schon Sorgen machen, wir müssen handeln, wir müssen etwas tun. Wir können nicht jetzt einfach sagen, ja, ist ja, also der, wie es der da auf Facebook geschrieben hat, hat ja genug und raus damit, das geht nicht. Aber wir können uns auch etwas leisten, wenn wir uns etwas leisten wollen. Und wir können auch Krisen nehmen, wenn sie denn kommt. Dann kommen wir
zu einem anderen Bereich oder zu einem gleichen Bereich. Weil am Ende vom Tag gehört uns eben alles Geld ja zusammen. Jeder von uns wohnt in einer Gemeinde und in einer Gemeinde soll so gut gehen und am Land soll so gut gehen. Und dann kann man sich die Frage stellen, wie geht es denn der Gemeinde? Der Rainer Beck wird sicher noch auf der Bühne auch noch sagen, wie es der Gemeinde geht. Nach der Auffassung vom Land geht es der Gemeinde gut und es soll auch so bleiben. Was wir da unten sehen, ist die Entwicklung von der Gemeindereserve pro Kopf von 2008 bis 2020. Das sieht man, den einen geht es gut, den anderen ein bisschen besser und den anderen geht es sehr gut. Das kann man vielleicht so da zusammenfassen. Und weil es den einen so viel sehr gut, viel besser geht als den anderen, gibt es ja immer mal wieder Diskussionen um einen Finanzausgleich. Ein ganz kurzer ist noch ein Auszug, Zusammenfassung zur Historie, zum Finanzausgleich. Man hat sich im Jahr 2007 verständigt darauf, dass man von einem ausgabenorientierten System zu einem einnahmenorientierten Finanzausgleichssystem kommen soll. Früher hat man seine Gemeinden motiviert gesehen, möglichst Steuern zu bauen, damit sie etwas vom Land überkommt. Das hat man eigentlich nicht mehr unbedingt so wollen. Und hat gesagt, nein, wir wechseln auf ein einnahmenorientiertes Finanzausgleichssystem, das dann 2008 eingeführt worden ist. Dann hat es der eine oder andere parlamentarisch Vorstoß geben, weil man gesehen hat, könnte man nicht bei Aufgabenentflechtung etwas machen. Dann hat es ein Postulat gegeben zur Überprüfung vom Finanzzuweisungssystem und noch einmal zu den Zuständigkeiten. Dann hat es einen Vernehmlassungsbericht gegeben zur Abänderung vom Finanzausgleichsgesetz, wo die Regierung vorgeschlagen hat, dass man den Gemeinden, vor allem denen in Schaan und Vaduz, ein bisschen Geld wegnimmt und uns zum Land dort, weil man dann den Steuerkraftunterschied könnte anpassen, da damit, was man natürlich hätte können. Das ist eine von den Lösungen gesehen, die wir im Postulat dort mal auch vorgeschlagen haben. Man hat den Landtag gebeten, auch den Auftrag zu geben, hat er knapp nicht gegeben. Und darum hat man das Gefühl, komm, wir probieren das trotzdem mit dieser Vernehmlassung, weil es eigentlich von der Zielrichtung her aus Sicht von der Regierung eine angemessene Lösung wäre. Dann hat man es aber nicht mehr weiterverfolgt, weil die Gemeinden einheitlich gesehen haben, da sind wir nicht dafür, für das, diese Lösung sind wir nicht zu haben. Und in der neuen Legislatur, in der hat es dann eine Motion gegeben mit dem Titel Ermöglichung einheitlicher Gemeindesteuerzuschläge gegen Inländerdiskriminierung. Die ist dann im Landtag nicht überwiesen worden, auch vor dem Hintergrund, dass wir Anfang von der Legislatur auch mit der Gemeinde schon ins Gespräch wieder gegangen sind und gesagt haben, wie könnten wir eine Lösung finden im Finanzausgleichssystem, wo die Steuerkraftunterschied reduziert und wo am Schluss für alle Seiten eine gute Lösung ist. Und dort sind wir jetzt dran. Der Vernehmlassungsbericht zur Totalrevision ist im Sommer gelaufen. Der rote Teil ist der, wo ich heute so halb darüber reden kann, weil wir haben schon einmal eine Regierung gestern und hören es nächstes Dienstag beschließen und dann ist es dann öffentlich, dann würden wir auch kommunizieren dazu und der Landtag wird im Dezember dann darüber befinden. Vielleicht ganz kurz für die, die nicht so im Finanzausgleich drin sind, weil persönlich betrifft es nicht so wahnsinnig. Wenn es der Gemeinde gut geht, ist man froh und wenn nicht, dann es gibt keine Gemeinde, wo es nicht gut geht. Also darum, wenn es der Gemeinde gut geht, freut man sich. So. Es funktioniert das also so. Da sehen wir die standardisierte Steuerkraft pro Kopf. Das ist der blaue Teil. Und da sehen wir, dass die Rechnungen auf Rechnung 2020, wie sich das etwa verteilt. Also die mit der teuersten Steuerkraft ist Schellenberg, die mit der höchsten Vaduz. Dann gibt es da der Mindestfinanzbedarf, auf der wird in der Stufe 1 quasi aufgefüllt. Dann gibt es den Kleinheitszuschlag, da sehen wir die kleineren Gemeinden Schellenberg, Blanke, Rugel und Campri, wo der und Treserberg, wo der rüberkommt. Und dann gibt es noch eine Stufe für das Berggebiet, wo der Treserberg noch für die Sonderlasten quasi entschädigt wird. Und so probiert man einen gewissen Ausgleich bei der Steuerkraft zu erreichen, damit es für alle Gemeinden funktioniert.
Das ist der bestehende Finanzausgleich und da sind sowohl Gemeinden als auch das Land der Meinung, dass das grundsätzlich ein gutes System ist, das man 2008 eingeführt hat, dass es aber punktuell doch Anpassungen geben könnte. Und die maßgeblichste Anpassung, die die Regierung jetzt vorgeschlagen hat, ist die Einführung von einer horizontalen Finanzausgleichskomponente, der sogenannten Komponente H, die zwischen 20% und 50% liegen soll und wo wir vorschlagen, das mit 30% festzulegen. Die Gemeinden haben da gesehen, zwischen 20% und 50% ist ein bisschen viel, 20% und 40% hätte auch lange. Und ich sage nicht zu viel, wenn ich sage, die Regierung versteht das Anliegen der Gemeinden und wird das auf 40% reduzieren. Dann haben wir gesehen, die Berechnung vom standardisierten Steuerkraft soll neu mit einem einheitlichen Gemeinschaftszuschlag von 150% erfolgen und nicht mehr wie bisher mit 200% gewisse Gemeinden, die eben quasi unter 200% gesehen sind und heute sind das alle profitieren dort davon. Dann die Stärkung der Finanzausgleichsgemeinden über die Anpassung vom Mindestfinanzbedarf und auch ein Anliegen, wo die Motion vorgekommen ist, wo dann nicht überwiesen worden ist, dass man das dreistufige Zuschlagssystem für Kleinheit, da hat man drei Stufen einfach dort mal definiert, dass man das ablöst, nicht in ein neustufiges System, sondern in ein lineares System, dass wir gar keine Stufen mehr haben. Und das führt dann dazu, und ich glaube, das, was alle denn interessiert, ist, und was macht es mit meiner Gemeinde, was ist der Effekt und was macht es mit dem Land. Und das ist der Stand vom Vernehmlassungsbericht. Die Zahlen haben sich noch geringfügig angepasst, jetzt im Bericht und Antrag, aber das wissen wir dann nächste Woche. Das wäre der Effekt für jede Gemeinde, wenn man dort die Rechnung und die Simulation, also das ist, wie es gesehen ist und das ist, wie es dann gesehen wäre mit dem neuen System, wie sich das auswirken würde. Und auswirken tät sich das so, dass die Gemeinde Vaduz 7,4 Millionen und die Gemeinde Schaar 6,4 Millionen im Durchschnitt weniger hätten oder abgetäten und dafür die anderen Gemeinden die entsprechenden Werte, die dahinter stehen, pro Jahr mehr zur Verfügung hätten. Und das Land in dem Fall, wo wir jetzt hier sehen, 220.000 Franken gesperrt hätte, im letztendlichen Modell, das ihr dann sehen, nächste Woche, ist der Wert rot, wie der von Vaduz und Schaar. So viel einmal so ein bisschen als Einblick. Ich bin sicher, nicht alle sind mit dem Finanzausgleich so tief vertraut oder sagen, das habe ich jetzt alles verstanden, aber für uns stehen wir nachher sicher auch noch gern zur Verfügung. Vielleicht dazu ein Zwischenfazit: Mit der Neuordnung vom Finanzausgleich soll am grundsätzlich gut funktionierenden Modell festgehalten werden. Die Anpassung zielt vor allem auf die Reduktion vom Unterschied bei der Steuerkraft ab und der Kompromiss zwischen Gemeinde und Regierung scheint gefunden. Jetzt ist der Landtag im Dezember dann entsprechend am Zug und dann noch einmal im neuen Jahr bei der zweiten Lesung. Zum Schluss noch schnell, und das habe ich eigentlich auch schon gesehen mit dem perfekten Sturm und mit dem Auge des Sturms, wo wir drinnen sind. Alles wird teurer und der Staat muss helfen. Das ist also ab jetzt ein Reflex, wo wir jetzt vielleicht nach Corona auch berechtigterweise kennen. Dort hat der Staat eingegriffen und dann haben wir auch helfen müssen. Die Situation jetzt, und da möchte ich einfach kurz auf die Ausgangslage bei uns und international eingehen. Ich merke in vielen Gesprächen, dass die Leute natürlich ausländische Medien konsumieren und das finde ich super, weil es sollte man, damit man den Horizont erweitert. Aber nicht jedes Problem, das man im Ausland heute schon hat, haben wir bei uns auch schon. Oder vielleicht haben wir es auch gerne. Und darum ist es immer auch wichtig, zu unterscheiden. Ich habe gerade heute in der Finanzkommission, ich sage nicht, wer es gesehen hat, aber das Thema aufgekommen, ja, kalte Progression. Was tun wir jetzt bei kalter Progression? Oder? Und dann habe ich gesagt, ja, also was nichts, weil im Gesetz steht, wenn wir eine Teuerung haben von 8% oder wenn drin über 8% ist, dann muss man am Landtag etwas vorschlagen. Wir sind aber weit weg von 8%. Ja, aber die Österreicher machen auch etwas bei kalter Progression. Ja, die Österreicher haben eben ganz eine andere Situation. Und dann muss man immer erklären und über Geld reden und probieren, Verständnis zu schaffen. Und darum ist es mir ganz wichtig, auch dahinter zu sagen, die Ausgangslage international natürlich steigende Energiepreise, Strom, Gas, Treibstoff, steigende Zinsen, steigende Preise generell und ein eingetrübter Wirtschaftsausblick. Das gilt für uns schon auch, aber nicht im gleichen Ausmaß. Deutschland, Österreich und andere Staaten übertreffen sich seit
Wochen und Monate mit Doppelwumms, Preisbremsen, Einmalzahlungen, Energiekostenzuschüssen, erstes, zweites, drittes, viertes, fünftes Entlastungspaket und so weiter und so fort. Und haben Inflationsraten von 7, 8, 9, 10 Prozent und mehr, 20 Prozent, 80 in der Türkei, unvorstellbar für uns im Moment. Und wenn wir zu uns schauen, da ist es manchmal auch ganz gut, einmal in die Schweiz zu schauen, weil sonst schauen wir auch immer gar nicht in die Schweiz. Aber in diesem Thema höre ich eigentlich immer noch, was in Österreich geht und in Deutschland. Aber wenn wir in die Schweiz schauen, dann ist es, und bei uns haben wir eine Inflationsrate von Rekordtiefen 3,3%. Wir haben einen starken Schweizer Franken. Es hat Vor- und Nachteile. Für die, die in Österreich einkaufen, hat es Vorteil. Für unsere Wirtschaft hat es Nachteil. Dann haben wir bislang in der Schweiz und im Liechtenstein kein Unterstützungspaket geschnürt. Wir überlegen uns bei uns, wir überlegen uns in der Schweiz, wo macht es wirklich Sinn, wo braucht es. Aber es ist bisher nicht so, dass wir gezwungen gewesen wären, es zu tun. Und auch wenn wir über Energiepreise reden, ist es so, dass sie ab nächstes Jahr im Strombereich steigen, im Gas sind sie schon auf und gehen dann hoffentlich auch wieder an. Und wenn ich eben schon gesehen habe, bei jedem Länder schafft man daran, aber wir haben unterschiedliche Situationen und auf unterschiedliche Situationen muss man unterschiedlich reagieren. Und ich verweise nicht gern, aber man muss es manchmal tun, darauf, dass man auch die mahnenden Stimmen hören soll. Das sind jetzt zufälligerweise zwei Artikel aus der NZZ. Das gibt aus anderen Zeitungen auch entsprechende Dings. Das ist jetzt gerade vom 15.10. und vom 13.10. Da ist beim PRT ist zu lesen, wir dürfen nicht allen gerecht werden. Also wenn wir eben allen alles gönnen, was sie wollen, dann haben wir am Schluss niemand etwas Gutes zu tun. Dann geht es nämlich den Armen immer noch gleich schlecht und denen, die es nicht braucht, haben, geht es nicht viel besser. Und darum haben wir wirklich sehr zielgerichtet reingehen. Und das da, was der Artikel geht, eigentlich auf das ein, was ich vorher gesehen habe, zu Geld- und Fiskalpolitik, Gutes wollen und Schlechtes tun, dass viele Regierungen, unsere nicht im Moment, und man kann so sagen, ja, selbst wenn ihr noch viel Geld ausgebt und der jetzt international vielleicht nicht so eine Auswirkung hat, wie wenn Deutschland 200 Milliarden ausgibt, aber viele Regierungen erschweren den Kampf gegen die Inflation, indem sie sehr stark allen das Geld quasi zur Verfügung stellen. Das ist einfach etwas, wo man glaub, muss sich bewusst sein, dass es ein bisschen kompliziert ist, wenn man die Sachen anschaut. Wenn man sich genau anschaut, wird es dann wieder einfach. So viel von meiner Seite. Ich bin extrem dankbar, dass ihr alle da seid, dass wir jetzt so diskutieren können, ihr Expertenrunde, weil ich einfach finde, es ist ein wichtiges Thema. Und Rebecca Johnson ist jetzt nicht eine wahnsinnige Ökonomin oder so, sie ist eine Kinderbuchautorin. Aber auch sie hat es erkannt und hat gesehen, Geld ist das Gegenteil von Wetter. Niemand redet darüber, aber jeder tut etwas damit. Und darum sollten wir auch eben nicht nur über das Wetter reden, sondern heute vor allem über das Geld. Vielen Dank und jetzt darf ich, jetzt mal noch schnell schauen, wie gut es den Gemeinden geht. Jetzt hat man mir gesehen, die haben Sachen in diesen Gemeinden, die hat man mir gesehen, wenn die dem fertig sind und bevor die Leute auf die Bühne kommen, dann müssen sie einfach da drucken und dann das so anlassen und dann können wir das so hinten nehmen und dann sei das eine Bühne für euch, für die Experten im Finanzbereich. Vielen Dank. Soll ich mich da noch ansetzen? Ja, bitte alle hier aufs Podium. Dann würde ich euch auch noch ganz herzlich begrüßen hier im Saal des Grand Prix. Ja, der Daniel hat einen Haufen Stichworte schon gebracht. Entschuldigung, ich muss dann mein Liechtenstein in Zahlen haben, falls man mich etwas fragt. Was hätte ich denn auch noch? Ein Haufen Stichworte schon gebracht, die wir jetzt hier auf dem Podium auch noch werden, diskutieren. Es geht um Finanzen, es geht um Einnahmen, Ausgaben. Die Finanzkraft Liechtensteins. Und wir werden gleich mal ein bisschen die Stichworte anschauen, natürlich hier mit geballter Kompetenz hier hinter mir. Auch so ein bisschen Finanzausgleich. Man hat schon gesagt, ja, ich bin jetzt halt im Verdutz und wir werden da vielleicht noch zwei, drei Fragen, also von meiner Seite noch dazukommen. Klar. Und das Ziel einfach jetzt von dieser Podiumsdiskussion ist, dass man auch ein bisschen einen Rundumblick ein bisschen bekommt von unterschiedlichen Perspektiven. Auch vielleicht ein bisschen Klarheit, weil das ist ein Thema, das wirklich schwierig ist, wo nicht immer alles so verständlich ist auf den ersten Blick. Und der Daniel hat es richtig gesagt, man muss halt wirklich sich
drin hineinlesen und hineinwühlen. Und ich war auch noch dran. Ich habe da tolle Publikationen von Thomas auch noch mitgebracht, die ich mir auch noch ein bisschen Zeit gelesen habe. Und Liechtenstein in Zahlen habe ich auch noch gefunden. Da gibt es übrigens noch spannende Zahlen zum Bruttoinvestition vom Jahr 2000. Aber ja, kommen wir vielleicht auch noch schnell dazu. Ja, jetzt würde ich euch noch kurz vorstellen, wer auf dem Podium ist. Eben Daniel Riesch, wir haben ihn schon gehört jetzt. Das nächste Mal eben Regierungschef. Er ist zuständig für die Ministerien Präsidiales und Finanzen und wie wir da mitbekommen haben, sehr gut bewandert. Er ist seit 2021 unser Regierungschef und seit dem 17. in der Regierung. Dann die Tanja Kirn. Ganz herzlich willkommen auch bei uns auf dem Podium. Sie ist Leiterin vom Zentrum für Volkswirtschaft an der Uni Liechtenstein. Tanja ist Finanzwissenschaftlerin mit Forschungsschwerpunkten auf den Gebieten der Mikrosimulation, Steuerpolitik und des Föderalismus. Sie hat mehrere Mikrosimulationsmodelle entwickelt, mit Hilfe derer die Aufkommens- und Verteilungswirkungen der Steuer- und Sozialpolitik Liechtensteins quantifiziert werden können. Ja, interessant. Also, ja, auch herzlich willkommen, Tanja. Dann der Rainer Beck, bestens bekannt bei uns im Land. Er ist seit 2007 der Vorsteher von Blanken, unserer kleinsten Gemeinde im Land. Und der Rainer ist vom 17. bis 21. stellvertretender Landtagsabgeordneter gewesen. Und vor seinem Vorsteheramt ist der Rainer Amtsleiter der Landeskasse gewesen. Noch eine spannende Ausgangslage für heute Abend. Und dann der Thomas Lorenz natürlich, dem wir die Publikation hier zu verdanken haben. Er ist Geschäftsführer von der Denkfabrik Zukunft.li. Der Thomas leitet die seit 2015. Von 1994 bis 2015 ist er bei Stabsstelle Finanzen, bei Liechtensteinischer Regierung gewesen, und hat die geleitet von 2004 bis Februar 2015. In dieser Funktion hat er auch diverse Planungsprozesse begleitet, wo im Landeshaushalt wesentlich auch finanzpolitische Projekte beinhaltet haben. Also der Thomas hat da sehr viele Themen auch schon begleitet. Und ich habe da dann sicher auch noch die eine oder andere Frage dann noch dazu. So, wir werden uns da mal mit denen ein paar Fragen beschäftigen. Wir haben einfach mal so drei Themenkreise rausgenommen. Daniel hat zwei, drei Sachen schon angetüpft, wo wir uns jetzt ein bisschen damit näher beschäftigen werden. Ich würde jetzt gerade beim Rainer mal anfangen. Blanken, die kleinste Gemeinde im Land. Wir haben es vorher schon gesehen, wie es da so ein bisschen ausschaut. Blanken hat kaum Ertragssteuern. Das sieht man in der Publikation auch von Zukunft.li, sieht man das wirklich relativ klar. Ihr profitiert vom Finanzausgleich. Da gibt es einen grossen Balken. Das ist eine spezielle Situation. Schellenberg hat eine ähnliche Situation. Was siehst du da dazu? Also, wie ist das für Blanken? Also, wie fühlt sich das an? Also vielleicht zuerst mal eine Ergänzung. Ich bin auch ein Gemeinsgesehen, der 90er Jahre zu Blanken vor 5 Jahren. Okay. Also, ich kenne die Landesseite, ich kenne die Gemeinsseite. Ja. Zu Blanken ist es so, wir haben eine Ausgabe von gut 4,5 Millionen im Jahr, zwischen 4 und 4,5 Millionen. Wir haben Einnahmen von 70.000 Franken Ertragssteuer. Das ist kurz angetönt, das ist wirklich nicht viel. Wir haben gut 2 Millionen Vermögens- und Erwerbsteuer, also fast gleich viel wie Schellenberg. Und brauchen darum 2,5 Millionen Finanzausgleich, sonst kommen wir nicht überleben. Und die Untersteuer von 3'000 Franken lassen wir jetzt mal auf der Seite. Uns geht es so wie gut, solange wir einen Finanzausgleich haben. Wir hätten ein Problem bekommen, wenn der bestehende Finanzausgleich so weiterlaufen würde und wir hätten dann mehr als bei 501 Einwohner. Dann hätte man uns von diesen 2,5 Millionen etwa ein Drittel kürzen. Und dann ging es bei uns um die Existenz. Also ohne das Geld kann man so nicht überleben. Es geht der Gemeinde Schellenberg ähnlich. Ich brauche auf den Finanzausgleich auch. Das kann sie nicht überleben. Es geht auch den anderen mittelgroßen Gemeinden so. Sie brauchen den Finanzausgleich, um auf ihre Ausgaben und ihre Aufgaben wahrnehmen. Auf dem haben zwei große Gemeinden mit Schaum von Rotz als Champions League-Teilnehmer, die im Geld schwimmen und sich ja, alles leisten können. Aber insgesamt, Daniel hat es kurz angetönt, das geht der Gemeinde gut. Aber nicht allen gleich. Okay. Danke. Dann komme ich zu der Tanja.
in der Publikation von Zukunft Lie werden die Steuerkraftunterschiede extrem stark sichtbar. Also es ist wirklich eine ganz geniale Grafik, die dort drin ist, wo man es wirklich auf den ersten Blick sieht. Gibt es Ansätze überhaupt, dass man die Unterschiede reduziert werden, dass die Unterschiede reduziert werden können? Gibt es dort Ansätze dazu? Also in der Theorie kann man sich das ganz einfach vorstellen. Da könnte man sagen, jede Gemeinde ist wie ein Unternehmen, das produziert eine öffentliche Leistung zu einem gewissen Preis. Und den Preis, wo eine Gemeinde verlangt, jetzt hier in Liechtenstein, das wäre der Zuschlag zur Vermögens- und Erwerbssteuer. Und dann ist es so, die Kunden, das sind die Bürger, und als Bürger, ne, so in der Theorie, wird man sich angucken, ich suche mir die Gemeinde raus, die jetzt entsprechend von dem, was ich will, das beste Angebot macht, zum günstigsten Preis. So, jetzt ist natürlich die Realität nicht so wie in der Theorie leider. Also, was ist in der Realität anders? In der Realität ist es so, nicht jeder kann jedes Jahr umziehen und sich immer eine neue Gemeinde suchen. Das geht nicht, weil es mit Kosten verbunden ist, und zum anderen hat nicht jede Gemeinde einfach den entsprechenden Raum von, sage ich mal, sozialen Bindungen mal ganz, ganz abgesehen. Also diese Mobilität, die haben wir nicht zwischen den Gemeinden. Dann das Zweite, was in der Theorie auch wunderbar funktioniert, in der Realität aber ganz anders ist, ist, dass diese Sache mit der Attraktivität. Für manche Gemeinden ist es einfach so, da ist es einfacher, Industrie anzusiedeln, weil die einfach von der Verkehrsanbindung besser sind, weil das, wir nennen das dann wieder zentrale Orte. Und wenn ich hier zum Beispiel in Liechtenstein an Gemeinden oben auf dem Berg denke, dann wäre das jetzt kaum vorstellbar, dass jetzt ein großes liechtensteinisches Unternehmen sagt, jawohl, da hoch verlege ich die Produktion. Und das führt dann dazu, dass wir prinzipiell einen Finanzausgleich also erst einmal brauchen, ja, weil das eben nicht so funktioniert in der Theorie. Das Zweite ist, und jetzt komme ich zu deiner Frage, du hast gesagt, die Finanzunterschiede, die sind ja so enorm. Also wenn die Wanderungsbewegung, wenn das alles perfekt funktionieren würde, dann würden die über die Zeit sich angleichen. Das zweite Thema ist einfach, dieser Mechanismus funktioniert eben in der Realität, ne, im realen Leben nicht so perfekt. Und das heißt, wir brauchen dann einen Ausgleich zwischen den Gemeinden, wo man sagt, man kompensiert für Unterschiede in den Möglichkeiten von den Gemeinden. Ja, wenn ich, wie gesagt, eine Gemeinde im Tal habe, hat die andere Möglichkeiten zur Ansiedlung von Industrie, wie wenn ich jetzt oben an eine Gemeinde auf dem Berg denke. Und das ja, bedingt einfach diese Komponenten im Finanzausgleich. Also um das ganz konkret zu nennen, einmal eine vertikale Komponente und dann noch eine horizontale Komponente dazu. Also grundsätzlich kannst du sagen, es wird ein Nachteil ausgleichen, oder? Also weil, ich sage jetzt, weil gewisse Gemeinden haben halt gewisse Vorteile und in Blanken kannst du jetzt natürlich jetzt keine riesen Industrie ansiedeln. Ist natürlich ein Standortnachteil. Ja. In dem Sinn. Ja, okay. Aha. Jetzt komme ich zum Thomas. Wenn ich jetzt eure Publikation anschaue, das mit der Gemeindesteuerzuschläge. Der Daniel hat es vorher gut erwähnt, das mit diesen 150%. Das ist der unterste Satz, den wir kennen. Es gibt ja auch Leute, die das Gefühl haben, ja, das könnte ja, vielleicht noch tiefer gehen, müsste man halt dann, ja, wäre auch mal vielleicht eine Diskussion. Jetzt auch die Vereinheitlichung von diesem Satz, oder? Das ist ja das, was jetzt auch wieder angestrebt wird mit dieser Motion. Was sagen ihr da dazu, zu dieser Vereinheitlichung zuerst einmal und dann zum Thema Wettbewerb vielleicht auch noch unter den Gemeinden? Dann gibt es gar keinen Wettbewerb natürlich, wenn alle 150 haben. Ja, ich gehöre übrigens zu denen, die über die Untergrenze von 150% gerne diskutiert, aber da komme ich nachher gerne noch drauf.
Die Diskussion einheitliche Steuersätze oder Steuerzuschläge kommt immer wieder auf. Ich bin klarer Gegner davon. Und zwar aus folgendem Grund. Wenn wir einen Einheitsbrei, einen Commander reden, den machen wir alle bei allen gleich. Aber dann sagen wir auch, sind alles gleich Hersteller, ja, die gleichen Dienstleistungen, alle die gleichen Infrastrukturen haben. Und wenn wir einen Weg weit sind, dann muss man sagen, für was brauchen wir denn 11 Commander, einen Einheitsbrei brauchen, produzieren dadurch. Oder? Wir sind jetzt in der Diskussion von Gemeindeautonomie, jetzt auf der Einnahmeseite. Wie der einer gesehen hat, abgesehen von der Hundesteuer, ist der Gemeindesteuerzuschlag eigentlich die einzige Steuerkomponente, die eine Gemeinde steuern kann. Und wenn eine Gemeinde, das ist vielleicht halt eben mittlerweile aufgrund von der Finanzlage von der Gemeinde auch ein bisschen Theorie geworden, sich dafür entscheidet, ich tue jetzt nicht so viel Infrastruktur zur Verfügung stellen wie andere, ich tue meine Dienstleistungen, ich mache halt, keine Ahnung, meine Verwaltung um 4 Uhr zu, mache sie morgen um 9 Uhr offen, so als Beispiel. Und damit einfach schlanker auf Weg ist, dann soll das ja irgendwo in der Steuerbelastung auch sichtbar werden dürfen. Oder? Und wenn wir das nochmal haben und eben vereinheitlichen, dann haben wir eben die Situation, dass das überhaupt nicht mehr spielen kann. Warum? Dass ich aber sage, dass wir von Zukunft mit Lieben, und ich würde wirklich gerne über die Untersteuergrenze diskutieren, ist das einfach die Situation vom Vermögensstand von allen Gemeinden. Oder? Und ich bin ein bisschen verschrocken, oder Daniel gesagt hat, also beim Land heißt es definitiv ein Entscheid dann auch noch rot. Oder? Wir haben heute die Situation von gut, besser und Champions League. Oder? Und jetzt kommen wir mit der Vernehmlassungsvorlage, wo die Situation... Also gut gibt es dann, glaube ich, Nummer nachher. Oder? Es gibt dann noch eine sehr gute Champions League. Ich weiß nicht, ob der Trainer da zustimmt, aber wir haben dann einfach die Situation, dass wir im Moment schon und zukünftig in meinen Augen einfach Transfermittel verteilen, wo keine Wirkung mehr entfalten. Was sage ich damit? Wenn ich jetzt am Freitag meine Steuern zahle, jetzt zahle ich gerne, ich bin gerne in dieser Gemeinde, aber wenn es nur noch von meinem Bankkonto aufs Bankkonto von der Gemeinde geht und nichts mehr damit passieren kann, außer dass ich die Gemeinde überlegen muss, wie lege ich jetzt das Geld da, dann sage ich, sind wir an einem Punkt angelangt, wo man über Steuerreduktionen muss diskutieren. Wenn die Steuern aufgrund vom Volumen, vom Vermögen, das da ist, keine Wirkung mehr entfalten kann, finde ich, muss man über eine Absenkung, nicht über eine Abschaffung, über eine Absenkung von der unteren Steuergrenze diskutieren. Spannend, ja. Jetzt komme ich nämlich gerade zum Daniel. Also, jetzt sind wir da ein bisschen dran bei diesen Gemeindeunterschieden. Eben jetzt vorher, hat eben, dass man sieht, alle gleich. Dieses Argument finde ich wirklich interessant. So der Wettbewerb zwischen den Gemeinden, oder, ist ja auch so ein bisschen vielleicht das Thema. Also, man kennt es ja aus der Schweiz, oder? Der Wettbewerb, dass dort, man, dort also haben wir ja auch das mit der Flat, oder, zum Teil. Aber was siehst du dort dazu? Also ist jetzt vielleicht gerade so direkt auch zum Thomas natürlich. Also ich fände natürlich das auch irgendwie noch sexy, oder, wenn der Steuersatz ein bisschen verdaut. Ja, also ich finde natürlich, dass der Steuerwettbewerb wichtig ist und es ist ja auch wichtig, dass wir es nicht aufheben. Und ich finde, der Titel von dieser Motion, das habe ich auch öffentlich gesehen, wird schwierig gefunden, zur Ermöglichung gleicher ja, Gemeindezuschläge. Ich weiß nicht, ob es ein erstrebenswertes Ziel wirklich ist. Wir leben wirklich in einem fantastischen Land, das muss man immer mal wieder sagen. Und wir leben noch in einem Land, wo es für alle genug hat. Und es ist, ja, es ist in vielen Ländern nicht so. Und darum können wir auch darüber reden, wie wir das genug noch besser verteilen. Es ist das, was wir im Moment machen. Wenn es uns schlechter geht, dann hätten wir Diskussionen, wenn wir sie auf der anderen Seite vom Rhein haben. Und ich hoffe, es ist heute niemand da von der anderen Seite vom Rhein, weil ich nicht kann Tränen in den Augen über, wenn sie das sehen, was wir da haben. Wenn man dort über ein Gemeindezentrum abstimmt, dann stimmt man gleichzeitig darüber ab, wie der Gemeindesteuerzuschlag dann ist in den nächsten Jahren, weil man es dann finanzieren muss. Und wir sind, und es ist super, dass wir es nicht machen, also da können wir uns echt glücklich schätzen, muss man uns aber auch bewusst sein, dass es andernorts so ist. Und wären wir jetzt nicht in dieser Situation, wenn wir sie heute sind, wo schon viel Unsicherheit, auch was unsere Finanzen angeht, betrifft, dann täte ich, und ich tue also heute herzlich gerne auch mit Thomas darüber diskutieren, sollen wir nicht die 150% noch absenken. Ich glaube, es ist jetzt vielleicht ein bisschen
die falsche Diskussion zur falschen Zeit, aber es ist eine richtige und wichtige Diskussion. Es kann nicht das Ziel sein, dass wir einfach alle einen Haufen Geld anhäufen. Wir leben in einem Land und ich lebe mit der Überzeugung, seit ich in diesem Land leben darf, wo wir finden, der Staat sollte möglichst wenig nehmen und sollte möglichst viel bei den Leuten lassen und bei der Firma, damit sie sich entwickeln kann. Und dazu gehört auch, dass wenn es irgendwo, wenn wir sagen, jetzt mehr sollten wir nicht nehmen, dass man den auch dort reduzieren kann. Einfach, glaube ich, nicht gerade heute. Mhm. Aber jetzt hake ich gerade auch noch schnell ein bei den Investitionen. Mhm. Wenn du gerade dran bist, und zwar das Thema von den Investitionen kommt ja immer wieder. Ich habe eben auch das Heft mal noch angeschaut, da Liechtenstein in Zahlen. Dort haben jetzt die Bruttoinvestitionen sind im Jahr 2000 auf 130 Millionen gesehen. Und dann im 20 auf 81 Millionen. Und bei uns im Vaduz ist auch ein bisschen das Thema, oder? Dass halt viele Jungen investieren zu wenig. Und das ist, was du gesagt hast, jetzt auch, fließt direkt ins Finanzvermögen rein und passiert irgendwie nichts. Also das ist so wie im Moment, das hört man ganz oft. Was ist deine Meinung dazu? Sollte jetzt eine Gemeinde auf Teufel komm raus investieren oder Reserven bilden? Ja, also auf Teufel komm raus ist jetzt vielleicht der falsche Ansatz und Vaduz ist vielleicht eine besondere Gemeinde. In vielen anderen Gemeinden, sei es Gambri, dem wunderschönen neuen Saal, sei es in Haufen anderen schönen neuen Sälen, schönen neuen Kindergärten, man muss nur durchs Unterland oder durchs Oberland fahren. Ich glaube, es wird viel investiert. Feuerwehrdepot kenne ich fast keins, wo älter als 15 Jahre ist. Also ich glaube, wir investieren gut und es ist auch richtig so. Ich finde, es ist ja die Gemeinden haben auch historisch, wenn man schaut, höhere Investitionsvolumen als Land im Verhältnis, was so richtig ist. Darum sollen sie auch Reserve haben zum Investieren. Beim alten Finanzausgleich ist es anders gesehen. Dort hat es das Land mitfinanziert. Jetzt, heute soll es so sein, dass sie die Reserve haben zum Investieren. Nicht auf Teufel komm raus. Ich glaube, man soll als Vorsteher auch unternehmerisch denken und handeln, es gehört auch dazu. Aber die Gemeinden sollen Geld haben zum Investieren und sollen so tun. Für das braucht es auch eine Führung und auch die Bevölkerung, die sieht, jawohl, da stehen wir dahinter. Und in vielen Gemeinden funktioniert das aus meiner Sicht gut. Okay. Jetzt bleibe ich gerade bei dir, Daniel, und zwar jetzt bleibe ich gerade beim horizontalen Finanzausgleich. Was ist denn mit den Gemeinden, die Zusatzaufgaben haben? Also jetzt als Beispiel Vaduz, Hauptort, Schaan als Verkehrsknotenpunkt oder auch Eschen natürlich. Wird das mit berücksichtigt? Also beim horizontalen Ausgleich geht es darum, die Steuerkraftunterschiede auszugleichen. Mhm. Und ich glaube, wir sind ja auch in einem Land, ist ja wunderbar, wenn man 11 Gemeinden hat, kennt man die Eigenheiten von jeder Gemeinde. Das schafft man auch. Oder man sieht es so, man könnte sich so 5 bis 7 Sachen merken, aber 11 Gemeinden geht auch noch. Und ich glaube, wenn wir jetzt darüber reden, über Zentrumslasten von Schaan und Vaduz, dann glaube ich, muss man schon eher Zentrumsvorteil von diesen Gemeinden sehen. Die schlagen sich ja durchaus jetzt so auf finanziell nieder und vor dem Hintergrund, ja, glaube ich, beim horizontalen Ausgleich, nein, würden sie nicht berücksichtigt, im Gegenteil, es wird berücksichtigt, dass sie eben diesen Vorteil haben und dass wir eine mit den anderen Gemeinden einen Stock weit totalen sollen. Es geht mehr um Solidarität als um ja, das, was du angetönt hast. Okay. Danke. Gut, komme ich zu Tanja. Mal zum Thema Entflechtung. 2008 hat die Reform ja vom Finanzausgleichssystem einmal zum Ziel gehabt, dass Finanzbeziehungen zwischen Land und Gemeinden einfach mal entflechtet würden. Und was sind jetzt da die Hauptaugenmerke und Schwerpunkte gewesen bei dieser Entflechtung? Also du hast dich damals so mit dem befasst. Genau. Also eigentlich fing der Prozess schon viel früher an, also 2005 war das. Und damals war es so, dass eigentlich nahezu alle Ausgaben von Gemeinden waren immer gemeinsam zwischen Land und Gemeinden. Es gab dann Subventionsgrenzen, dass man ab einem bestimmten Investitionsvolumen kam dann noch was vom Land dazu. Bei manchen Ausgabenarten, bei manchen war es von vornherein klar 50-50, 60-40. So, wenn ich jetzt so eine Lösung habe, dann führt das halt dazu, dass ich einen enormen administrativen Aufwand habe.
weil es musste immer dann zwischen Land und jeder Gemeinde abgestimmt werden. Also was es einfach schon mal komplex macht, alle Ausgaben mit 11 Gemeinden immer abzustimmen und zu planen. Das Zweite ist, als man da gewisse Subventionsgrenzen hat, das schafft natürlich immer einen Anreiz zu sagen, okay, jetzt muss ich die Ausgabe noch ein bisschen erhöhen, dass ich dann die Subvention kriege. Das ist aus Sicht von Gemeindevorsteher vollkommen legitim, klar. Aber gesamtvolkswirtschaftlich macht das nicht so wirklich einen Sinn. Und das dritte Problem, was auftaucht, das ist immer, wenn sich zwei Rechnungen teilen, dann hat es auch immer so eine psychologische Komponente, dass dann letztendlich alles immer teurer wird, als wenn einer da dann alleine bestellt und bezahlt. Jetzt um wieder auf die Theorie zurückzukommen, dass der bestellt soll auch bezahlen, das bezeichnen wir in der Theorie als Konnexität und das ist im Prinzip, was in jedem Finanzausgleichssystem Priorität haben sollte. Und das zweite Prinzip, das ist das Subsidiaritätsprinzip, dass man sagen sollte, okay, jede öffentliche Leistung sollte auf der tiefstmöglichen Ebene bereitgestellt werden. Das heißt, wenn ich jetzt eine Gemeinde nehme und die sagt, okay, wir brauchen jetzt ein neues Feuerwehrauto, dann weiß es die örtliche Feuerwehr, in welchem Zustand die Materialien sind und sie können das besser beurteilen, als wenn man dann für jede neue Anschaffung zum Beispiel dann wieder zum Regierungschef geht und sagt so, jetzt wir brauchen 10 neue Helme, weil die sind jetzt abgenützt. Und deswegen, das waren damals die Leitbilder bei der Aufgabenentflechtung. Okay. Ja, spannend, weil jetzt gar nicht zum Reinen. Aus Sicht von der Gemeinde, ja. Die Entflechtung ist auch ein Thema, dort, wo du auch gesagt hast, das ist interessant. Was ist aus deiner Sicht denn relevant jetzt in Bezug auf den Finanzausgleich zum Thema Entflechtung? Man muss das miteinander schauen, Finanzausgleich und Aufgabenentflechtung. Ja. Weil, wenn Aufgaben entflechtet würden, gerade irgendwo im Finanzausgleich, entweder hat die Gemeinde mehr zum Zahlen oder das Land mehr zum Zahlen und das müsste man auch in Füßung mit dem Finanzausgleich wieder ausgleichen, vor allem wenn es dann mehr Kosten zu der Gemeinde zurückgehen. Ich wäre ein großer Befürworter von weiteren Aufgabenentflechtungen. Es hätte man schon einiges gegeben, was entflechtet worden ist. Die grossen Brücken hat man nicht entflechtet. Sei es eine stationäre Alterspflege, sprich Heller, hat man nicht entflechtet. Zahlt man die Gemeinde die Hälfte, das Land die Hälfte, Familienhilfe zahlt man die Hälfte, wirtschaftliche Hilfe zahlt die Gemeinde die Hälfte, obwohl man eigentlich heute beitragen kann. Oder auch Lehrerlöhne zahlen wir die Hälfte. Wo ich mal an einer großen Brücke könnte man entflechten, dass man verzeiht, bei den Lehrerlöhnen, sie soll über das Land laufen, über das Schulamt, läuft ja Darstellung, wer zahlt, befiehlt. Also wenn die Lehrer, sprich das Schulamt, die Leute darstellt, sollen auch das Land die Kosten tragen. Das gleiche bei wirtschaftlicher Hilfe, wenn das Amt für soziale Dienste da sagt, wer ist ein Sozialfall, wer nicht und das Geld spricht, wo wir dann auch von irgendwann einmal alle 3 Monate informiert werden, was da gezahlt worden ist, da sind wir nicht kompetent, warum sollen wir dort etwas mitzahlen? Also lieber, das Geld soll der Staat, in die Kosten soll der Staat tragen. Dafür könnte zum Beispiel das Gemeinde, LK, wo man vorher aufgebaut hat, wo von der Gemeinde ja gekommen ist, die Kosten könnten die Gemeinde wieder übernehmen, zur Gänze. Beispielsweise so Familienhilfe ist da aus der Gemeinde raus, aus der Verein raus. Auch ohne Beiträge könnten Gemeinden übernehmen, das fühlen wir uns auch kompetent. Müssten dann aber, weil es ja höhere Kosten sind, als wir das andere, was wir abgeben, müssten über den Finanzausgleich ausgleichen werden. Hätte so gerne einen horizontalen Ausgleich in dem Sinn oder einen Ausgleich von der Steuerkraft. Wenn man beispielsweise ja der Mehrkosten von der Finanzausgleichsgemeinde über den Finanzausgleich ausgleicht, bleiben nämlich nicht Finanzausgleichsgemeinde auf denen mehr Kosten hocken und haben keinen Ausgleich, sprich Schaum von dort. Also es hat nochmal einen Effekt, der einem für sich für die Steuerkraft gleich ohne Beiträge würde.
Das ist noch interessant, oder? Also, ich denke jetzt gerade da. Ah, jetzt ist das Ausgleichsperpetuum mobile vom Rainer noch nicht ganz verstanden, aber das diskutieren wir mal nach. Ja. Nein, aber so die einzelnen Punkte natürlich, ja, das sind schon Überschneidungen da, oder? Wo, ich sage es aus der Sicht, jetzt gerade eben bei einer kleinen Gemeinde von Planken natürlich extrem sind. Also ich denke jetzt gerade auch wieder, wenn man in die Schweiz natürlich durchschaut, jetzt auch schon das Kirchenwesen ist ja auch so etwas, oder? Wo finanziell irgendwo halt dann sich niederschlägt in den Gemeinden, wo in der Schweiz anders gelöst ist. Das wäre dann wieder ein neues Thema, könnte man nochmal einen ganzen Abend wahrscheinlich darüber machen. Ja, jetzt komme ich nochmal zum Thomas. Entflechtung so, also wie sieht das von der Stiftung aus? Also habt ihr euch auch schon mit dem befasst? Haben wir ja, und ich hätte die Gleichkörper schlagen wie der Rainer, sind wir sehr einig. Ich habe wirklich den Eindruck, so ganz schleichend über viele Jahre gesehen, zentralisieren wir einfach permanent. Oder? Ich komme wieder zu meinem gleichen Satz. Wenn man das einfach so weiterdenkt, und mein böser Spruch ist, dann, wenn Gemeinden noch ein Röhrlebauer sind, oder, dann brauchen wir wirklich nur mal 11 Strukturen. Aber ich oute mich da schon als starker Befürworter von Gemeindeautonomie und Gemeindeaufgaben. Aber eben dann muss man darüber nachdenken, was Gemeinden wirklich die Autonomie muss leben können, die muss Aufgaben haben. Und wir sind der Ansicht, halt Aufgabenbereich, wie es der Rainer aufgezählt hat, im Sozialbereich, im Pflegebereich, wo sie bürgernah sind, die können wir wirklich wieder zurück zu den Gemeinden führen. Und dann haben sie dann aber wirklich auch wieder stärkere, langfristige Daseinsberechtigung, als man es allenfalls heute hat. Weil die Sache, die Rainer aufgezählt hat, oder? Ja, die schizophrene Wirkung, dass zum Beispiel die Finanzausgleichsmittel, die der Daniel der Gemeinde schickt, oder? Zu 60% bei der Finanzausgleichsmittel, man hat ja den Rang der Gemeindetraining und fließen etwa zu 60% wieder zum Land zurück, ohne dass Gemeinden in diesen Bereichen etwas zustehen haben. Also noch schon dort ist jetzt nicht der grosse administrative Aufwand, die ein paar Rechnungen schreiben, aber es macht einfach wenig Sinn. Aber sehr viel Sinn machen würde die Verschiebung, die der Rainer angesprochen hat. Das wäre ich sehr auch dafür. Ich glaube, du bist einmal dabei gewesen, oder? 2005 bei dem ganzen Film. Ja, genau. Also, man muss vielleicht auch noch dazu sagen, das sind ja Listen, die man aufgelöst hat, dort mal. Und es ist so schön reibum aufgegangen. Oder? Der nächste Schritt wird nicht mehr ganz so einfach, weil es eben nur schon so reibum aufgeht und die Heterogenität unter den Gemeinden eben so gross ist. Aber es gibt auch weitere Instrumente. Man könnte noch über eine Verschiebung von der Vermögens- und Erwerbsteuer reden zwischen Land und Gemeinden, ohne dass der Steuerzahler mehr zahlen muss und so weiter. Dort würde ich so sagen, wenn, was ich sehr befürworte, was jetzt passiert mit dem Vernehmlassungsbericht, durch ist, dann wäre ich sehr befürwortet, dass der nächste Schritt passiert. Aber das wären genauso Handlungsfelder, oder? Jetzt aus deiner oder aus eurer Sicht, wo man wirklich auch ansetzen müsste für die Zukunft. Aber nicht einfach zu sagen, wir wollen jetzt die Aufgaben neu verteilen, sondern wirklich zur langfristigen Sicherung Rechtfertigung von 11 Gemeindestrukturen in dem Land. Oder? Man kann wirklich darüber diskutieren, ob es die braucht. Wir sind dafür, dass es braucht, aber dann muss man wieder mehr Inhalt überkommen. Okay. Ja, super. Kommen wir wieder zum Daniel. So, das aktuelle Thema, eben jetzt perspektivisch, wenn wir dort mal in die Perspektive reingehen. Du hast es vorgesagt, Inflation, Börse ist natürlich im Moment ein Riesenthema. Eben die Aktienmärkte auch bei uns, das ist natürlich, schlägt sich natürlich alles nieder. Zeichnet sich da irgendwie ein Trend ein bisschen ab, dass man muss sagen, wir müssen uns in Zukunft nur noch mit dem befassen oder es wird uns nie mehr so gut gehen, wie es einmal uns gegangen ist? Ich antworte gleich auf deine Frage. Ich möchte noch ganz kurz darauf eingehen, auf die Aufgabenentflechtung, wo jetzt gerade angesprochen worden ist. Ich sehe es genau gleich wie der Rainer und der Thomas. Ich finde auch, mit dieser Anpassung, die wir jetzt im Landtag vorschlagen, machen wir ein gutes System, noch ein bisschen besser. Aber wegen dem ist es noch nicht fertig und man sollte danach weitermachen, auch im Bereich der Aufgabenentflechtung. Ich teile vor allem auch die Aussage von Thomas, dass der nächste Schritt schwieriger wird, als die letzten gesehen sind, weil wir heterogene Strukturen noch in den Gemeinden auch haben. Und wir zeigen uns aber von Regierung aus offen, die Gespräche mit den Gemeinden jetzt wieder anzugehen und dann zu schauen, wo können wir etwas machen. Ich finde gerade auch im Altersbereich sind die Gemeinden prädestiniert, zum dort, sie sind so viel näher dran. Und ich glaube, dort muss man einfach darüber reden können. Zu Ihrer Frage zur aktuellen Situation, zeichnet sich ein Trend ab.
Ja, der deutsche Bundeskanzler hat ja in seiner vielbeachteten Rede von einer Zeitenwende geredet. Und ich glaube, all das, was wir jetzt im Moment sehen, seien es die geopolitischen Spannungen, sei es eben der international, nicht nur in Russland, sei es der Krieg, wo wir sehen, der Klimawandel, Demografie ist ein riesiges Thema, wo wir nicht darüber so richtig offen diskutieren, dass wir in den nächsten 10 Jahren ganz so viele Leute aus dem Arbeitsmarkt oder eine fehlen uns alle, eine produzieren wir jetzt auch nicht immer so schnell nach. Also es ist ein riesiges Thema, wo wir nicht nur beim Fachkräftemangel, sondern generell auf dem Arbeitsmarkt jetzt schon sehen, aber wo sich noch akzentuieren wird. Also wir sind schon in einer Phase, wo sehr viel Thema jetzt zusammenkommt. Und darum kann man sagen, ja, zeichnet sich ein Trend ab. Ganz ehrlich, kann noch nicht sagen, wo wir uns hinbewegen. Aber was ich sagen kann, ist, und auch wenn man jetzt mit den EU-Staaten redet, wo wir manchmal ja eingeladen sind, um dort auch mitzudiskutieren, ist es schon so, dass man sagt, wir haben jetzt die eine und die andere Krise zu bewältigen. Wir müssen uns aber auch bewusst werden, wo wir uns hin entwickeln wollen. Was wollen wir denn, was in 10 Jahren ist? Also die Zeitenwende wendet sich ja nicht einfach irgendwo hin, sondern wenn es nicht die Politik, wenn wir es nicht irgendwie beeinflussen können, was in unseren allen Ländern passiert, dann wären wir ja quasi gelähmt. Und es ist schon wichtig, dass man sich dort mit der Zukunft beschäftigt und was ist eigentlich ein wünschbares Bild und wo wollen wir eigentlich hinkommen. Krisen, die aktuellen, sind immer da, um jetzt, im Hier und Jetzt bewältigen, aber wir würden wieder müssen viel mehr in die Zukunft schauen und aktiv handeln, zum Steuern, wo wir hinwollen. Und natürlich ist es die letzten Monate ein bisschen in den Hintergrund geraten, aber es wird uns wieder viel mehr fordern. Mhm. Komme ich zu der Tanja. Fordern werden oder gefordert sind auch die Haushalte. Gibt es dort irgendwo Steuerungsmaßnahmen oder Ausgestaltungen, wo man kann sagen, da tut man Sparanreize setzen? Also ich möchte mich da Daniel anschließen. Wenn man sich die Inflationsrate anschaut, die liegt jetzt bei 3,3%. Und hier im Franken-Währungsraum ist ungefähr die Hälfte der Inflationsrate durch die Energiepreissteigerungen getrieben. Und wenn man jetzt anschaut, woher kommen die Energiepreissteigerungen, dann kommt es sicherlich von dem Krieg in der Ukraine. Die Gasversorgung ist teilweise zusammengebrochen, klar. Plus in Frankreich ungefähr die Hälfte der Kernkraftwerke sind vom Netz oder können nur eingeschränkt Elektrizität produzieren. Und das führt halt zusammen zu einer Verknappung. Wir sind jetzt hier, jetzt kommt die kalte Jahreszeit, der Bedarf geht nach oben, das Angebot geht nach unten. Das ist dann ganz klar, dass es eine Preisreaktion gibt. Hier im Franken-Währungsraum hat man eben den Vorteil, dass man aufgrund der Frankenstärke noch sag ich mal, besser durch die Krise im Moment kommt als jetzt im Euro-Währungsraum. Deswegen stellt sich die Frage anders, von der Dringlichkeit her, wie geht man mit der Krise um? So. Aber nichtsdestotrotz, denke ich, muss man im Auge haben, es gibt einkommensschwache Haushalte und eine einkommensschwache Haushalte hat ungefähr 8% seiner Ausgaben sind für Energieaufwendungen. Und ein einkommensschwacher Haushalt, der hat jetzt keinen Whirlpool oder eine Sauna oder einen riesen Tesla, den er damit mit Strom alles versorgen muss, sondern der hat vergleichsweise wenig Einsparpotenziale. Und das muss man, denke ich, muss man einfach im Auge behalten und dann sich überlegen, okay, was kann man oder was könnte man da machen, wenn man die Situation weiter beobachtet. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was du gesagt hast, zu den Anreizen. Also was wichtig ist, dass man sagt, ein Regierungsprogramm, also Fiskalpolitik, darf den Bemühungen der Zentralbank, die Inflation zu dämpfen, nicht zuwiderlaufen. Ja? Also die Fiskalpolitik darf nicht die Geldpolitik, sag ich mal, neutralisieren, ja, oder konterkarieren. Und das heißt, Anreize zum Energiesparen, die müssen bestehen bleiben. Also wir dürfen das Preisgefüge nicht verändern, was zum Beispiel in Deutschland durch gewisse Politikmaßnahmen gemacht wurde. Ja, da muss man einfach darauf achten. Und dass man dann
sich vielleicht wirklich sehr zielgenaue Maßnahmen überlegt, um das Preisgefüge und die Signale, also der Preis ist nur ein Knappheitssignal, das respektiert, sage ich mal, und auch nicht gegen den Markt schafft, aber gleichzeitig natürlich für die, sag ich mal, einkommensschwächsten Haushalte da ist als Staat und auch dann die, sag ich mal, die Sicherheit vermittelt und sagt, ja, also wenn es hart auf hart kommt, sind wir da. Hm. Mhm. Also das wäre ein wichtiger oder wichtige Punkte oder Kriterien, die man im Auge behalten sollte. Aber Bruch auf eine Gemeinde, jetzt bin ich wieder beim Rheinland. Was kann eine Gemeinde machen, also um irgendwo den Haushalt oder die Haushalte zu entlasten? Oder was auch nicht, hat eine Vorsteherkonferenz mal etwas besprochen in die Richtung, dass man einfach sagt, irgendwie gibt es überhaupt Möglichkeiten? Man eben, Gemeindesteuerzuschlag lassen wir jetzt mal weg. Aber so gibt es Möglichkeiten seitens der Gemeinde, weil es gibt ja Leute, eben, die fordern jetzt oder, in dieser Situation, dass sie sagen, eben, der Staat muss jetzt kommen, uns geht es schlecht. Oder halt, gibt es da überhaupt Möglichkeiten? Also die Gemeinden fördern da und dort ja verschiedenste Sachen, sei es Bus, Abo oder Energiesparmaßnahmen, sei es Dämmung und so weiter, werden von der Gemeinde gefördert. So sage ich, bei einer weiteren Entlastung von der Haushaltssache eher der Staat in der Pflicht, dass wir wirklich auch landesweit eine Gleichbehandlung haben. Nicht irgendwie eine Gemeinde macht es so, eine andere Gemeinde macht es anders. Vielleicht sind wir einfach zu klein. Klar, wenn dann Verdotz nach wie vor ihre Gottschiele vor Weihnachten verteilen wird, dann sollen sie es machen. Aber andere Gemeinden konnten es nicht. Okay, gut. Ja, bin ich nochmal beim Thomas. Und zwar, jetzt komme ich halt nochmal auf eure Publikation zurück. Also die würde ich sehr empfehlen. Was hast du wieder mitgebracht, oder ja, nicht? Ja, also die liegen auf. Wirklich sehr empfehlenswert. Wenn man jetzt einfach mal so einen Metablick einmal macht, oder, auf das ganze Thema, jetzt aus eurer Seite. Nochmal, also der Daniel hat so gesagt, also wenn wir es jetzt im internationalen Vergleich natürlich anschauen, sind wir irgendwo ja leicht gechillt noch, so ein bisschen, oder? Und irgendwie, würdest jetzt du eine Prognose machen? Oder weißt, wie würdest jetzt du das Heftchen jetzt ausgestalten? Also das Heftchen würde ich heute genau gleich schreiben, wie wir es im Februar geschrieben haben. Aber also ich würde mir keine Prognose wagen, was die jetzige Krisengemengelage für den Staatshaushalt mittellangfristig für Auswirkungen hat. Also ich hoffe aber jetzt, dass die Erfahrung, die ich gemacht habe in meiner Zeit beim Staat, dass es wieder so kommt, wie es früher war, weil meistens hat das Pendel einfach wieder schön zurückgeschlagen. Oder? Wir haben 2001 die Dotcom-Krise gehabt, 2008 die Finanzkrise und ja, das hat halt so gemacht. Ob das also stattfindet oder nicht, weiß ich nicht, aber ich glaube, man kann es einfach... Wir wiederholen uns dann einfach in einer goldigen Situation wegen. Wir gehören zum Land, zu den Staaten mit dem höchsten BIP pro Kopf in dem Land, man entsprechend Steuersubstrat vorhanden. Und gleichwohl denke ich, wenn man mal schaut, wenn man in der Vergangenheit das Wirtschaftswachstum entstanden ist, dann kann man feststellen, wir sind vor allem durch Arbeitsplätze gewachsen. Wir sind einfach durch mehr Arbeit gewachsen in dem Land. Und Stichwort ist Demografie, oder einer gesehen hat, dass die Quelle wird nicht versiegen, aber sie wird nur so sprudeln wie in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten, muss man sagen. Also könnte man in der Zukunft eigentlich nur noch vor allem durch Produktivitätszuwachs wachsen. Also wir schaffen gleich viele Stunden, aber wir schaffen mehr in den 8 Stunden im Tag oder 9 Stunden. Und auch dort ist eigentlich die Wissenschaft nicht wirklich sicher, ob das so weitergeht, wie man in der Vergangenheit gesagt hat. Man sieht eine innere Reduzierung vom Produktivitätswachstum mit den meisten Staaten in den letzten Jahren. Und ich glaube nicht, dass Liechtenstein da eine Ausnahme sein wird. Also wir haben eigentlich zwei Quellen, die nicht wirklich sprudeln. Wahrscheinlich wird es so sein, dass einfach der Grenzgängeranteil nach wie vor das größte Wachstumsquelle sein wird von dem Land. Wir sind in den letzten 20 Jahre, ich glaube, sind die Beschäftigten um etwa 70% gestiegen bei uns und 83% von dem Zuwachs haben wir durch Zupendelte gemeistert. Oder? Also, nochmal, also langfristig denke ich, muss man davon ausgehen, oder ist die Wahrscheinlichkeit einfach gewachsen, dass das Wachstum von der Vergangenheit nicht das Wachstum
wenn man nicht die Grössenordnung in der Zukunft nicht die gleiche Grössenordnung haben wird. Mhm. Ja, das nehme ich jetzt gerade auf, weil das nehme ich jetzt gerade als, ich sage jetzt als Blitzlicht für euch als Schluss. Wie siehst du das rein? Wohin geht es? Oder sollen wir etwas anderes machen? Das ist eine gute Frage. Ich kann nicht keinen Fehlsatz lesen. Gell? Also, ich denke, Daniel hat es am Anfang gesehen, uns geht so weit gut. Wir sind noch nicht in dieser prekären Lage wie andere Länder. Es geht noch im Prinzip Hoffnung, dass das halt nicht so eintritt, was die Landesregierung angeht, wie es veranschlagt ist, dass man vielleicht wieder mit einem blauen Auge davon kommt. Daniel? Also ich stimme Thomas zu, dass das Wachstum der Vergangenheit wahrscheinlich nicht mehr das Wachstum in der Dimension der Zukunft sein wird. Und deswegen muss man schauen, wie man die Zukunft möglichst gut gestaltet und die sehr gute Ausgangsbasis, die Liechtenstein jetzt hat, behält, weiter stärkt. Und da muss man demografischen Wandel im Auge haben. Das Thema Fachkräftemangel ist ein, denke ich, sehr, sehr großes Thema. Ich denke, dass das Thema Energiepreise, das, was man im Moment sieht, das wird sich widerlegen. Aber es könnte sein, dass zum Beispiel auch in Zukunft Energie vielleicht etwas teurer sein wird, als wir es in der Vergangenheit gewohnt waren. Und da hilft nur, auch wieder proaktiv dann zu handeln und sagen, okay, den Ausbau von erneuerbaren Energien zu fördern, die Energieautonomie zu fördern. Und dann hat man gleich, sage ich mal, zwei Ziele mit einer Maßnahme geschafft. Ja. Mhm. Ja, Daniel, du hast das letzte Blitzlicht in dem Thema. Ja, also ich sehe es ähnlich wie Thomas. Ich glaube, dass man hinter Wachstum einfach immer ein Ausrufezeichen machen könnte, ist muss man hinterfragen, wollen wir eine Fragezeichen dahinter machen, weil es wird, wir sind in einer Zeit, wo nicht einfach halt so weitergeht, wie es bisher gegangen ist. Wir sind in einer sehr guten Position, Prinzip Hoffnung lange wir nicht. Ich glaube, wir müssen hellwach sein und sehen, wir müssen uns nicht grosse Sorgen um Finanzen machen, aber wir müssen aktiv sein, wir müssen hellwach sein, wir müssen schauen, wo können wir etwas aktiv entscheiden und was passiert halt draußen in der Welt. Gewisse Sachen können wir für uns entscheiden und ich glaube, es erwartet man auch von uns, dass wir es tun. Also wir sollten jetzt vielleicht nicht blödsinnig Geld ausgeben, einfach weil wir denken, ja, es läuft ja eh so weiter, sondern wir sollten vielleicht einmal innehalten und sagen, okay, wo kommt es sicher, wo geht es raus und wie gehen wir damit um. Darum sind wir heute da und beschäftigen uns mit dem Thema. Die Regierung hat auch gesehen, für vielleicht zukünftige Krisen könnte so sein, dass unsere Reserven nicht langen. Darum wäre es gut, wir täten die IWF-Mitgliedschaft prüfen. Der Landtag hat dem zugestimmt, dort sind wir im Moment dran. Und dort geht es darum, der gute Situation, die wir jetzt in Rechnung zu tragen und die vielleicht noch einmal besser abzusichern. Ich glaube, die Sachen, die wir tun können, die wir selber beeinflussen können, dort sind wir gefordert, denen auch aktiv zu tun, auf Gemeinde, Ebene, auf Landesebene und jeder in seinem Wirkungskreis. Und dann hoffe ich, dass wir uns auch in ein paar Jahren vielleicht mit anderen Teilnehmern auf all diesen Plätzen wieder in einer Schönwetterrunde treffen können, wo man sieht, hey, es ist vielleicht ein bisschen kritisch gewesen, aber wir haben es irgendwie geschafft, dass es am Land weiterhin gut gegangen ist. Da bin ich überzeugt, dass wir es irgendwie herbringen, aber genau wie kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Okay, super. Dann vielen Dank einmal für die Runde. Wir haben einen Haufen Informationen bekommen. Ich denke auch, es ist einfach, wenn ich das vom Anfang nochmal aufnehme, wo du gesagt hast, ich habe das auf Facebook auch gelesen, den Kommentar von dieser Person. Und ich habe nur gedacht, ja, im Prinzip, man muss zuerst mal auf sich selber auch noch schauen. Auch noch macht Sinn, nicht immer nur die anderen anschauen. Also ich glaube, wir müssen auf uns auch schauen. Also, oder mal im Primärthema, darum ist das nicht ganz uninteressant. Ja, jetzt sind ihr gefragt, also gibt es von euch Fragen an die Runde? Gibt es gerade irgendetwas, das ihr noch wissen wollt, wo ihr sagen wollt, also das ist für mich noch nicht geklärt? Die Runde ist offen. Sind alle erschlagen. Thomas, ja. Danke, Michael.
Ja, ich habe eine Frage an Thomas Lorenz und an Rainer. Stichwort Gemeindestürzvorschlag, Vereinheitlung. Das hat mich schon jetzt gestochen, immer noch nicht wohnt, zwar dort. Und ich finde es auch eine tolle Idee, wenn man von den 150% noch tiefer ein darf. Die man wird halt nicht gerne weniger steuern. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, die Vorstellung, dass jetzt die grossen, die reichen Gemeinden, sagen wir es mal provokativ, den Steuerzuschlag deutlich senken können, unter die 150 auch, und damit noch attraktiver würden und dann Bodenpreise noch mehr steigen, für junge Familien noch schwieriger wird, ist es nicht auch ein Effekt, die 150%-Grenze und die Angleichung auf der Gemeinde, dass es eben nicht ein, quasi eine noch stärkere Verzerrung von der Standortqualität gibt und noch mehr Sogwirkung in die grossen Gemeinden und damit eben ein Haufen negative Effekte entstehen. Müsste man den Gemeindesteuerzuschlag vielleicht einfach besser Finanzausgleichszuschlag nennen, dass er dann halt eben nicht in die reich und übervoll Gemeindekasse von Schau oder von Dotz geht, sondern halt eben direkt in Finanzausgleich und damit andere davon auch profitieren. Aber damit wir einen ausgleichenden Effekt haben. Also ich hätte ehrlich gesagt, wenn man die 150% abschaffen, die Grenzen nach unten öffnen, hätte ich Angst, dass gewisse Effekte entstehen, die insgesamt noch schwieriger würden, als sie jetzt schon sind. Ich befürchte, die teilen nur nicht. Molte hat das ja unterstützt. Also sprich, ich befürchte so, wenn man aufhören würde mit einer Untergrenze vom Gemeindesteuerzuschlag, dass es dann wirklich einmal zu einer Wanderung käme. Bis jetzt ist es nicht so. Bis jetzt, ich kenne eigentlich niemanden, der im Steuerfuss Gemeinde gewechselt hat. Sprich, vielleicht von Walzers auf Gefrotz-Zahn ist, ich kenne eigentlich niemanden. Es wird auch nicht gemacht. Ich denke, die Gemeinde hat andere Qualitäten. Wenn es aber so wäre, dass es mal von Rotz hergehen, dann sieht man mal, oder man kann nur noch 50% machen, beispielsweise. Dann meine ich, könnte es schon einen Einfluss haben auf gut verdienen die anderen Gemeinden, die in Mietwohnungen sind, dass sie dann verrotzt sind. Und es fehlt in den Gemeinden, wo sie wegziehen. Also eine Befürchtung ist sicher da. Also wenn man über die Grössenordnung redet, dann wäre sie da, bin ich sicher, oder? Aber von dem rede ich nicht, oder? Ich rede von einer Absenkung von der Untergrenze, reden wir von 130% oder so irgendetwas. Weil was ist der Effekt, wenn wir es nicht machen? Der Effekt ist einfach, dass der Unterschied zwischen Schafen dort und dem Rest von der Gemeinde, und das wird auch mit dieser Reform vom Finanzausgleich so weitergehen, einfach immer grösser wird, oder? Wir umverteilen jetzt, man ist geplant von Nebenlassung, rund 7 Millionen von Schafen, je 7 Millionen von Schafen von dort an die anderen Gemeinden. Schau, hat jetzt schon 28 Millionen Franken Überschuss gemacht. Von dort hat 17 Millionen Franken Überschuss gemacht. Also es wird einfach ein hoher Überschuss zu einem weniger hohen Überschuss. Oder? Und der Effekt im Verdotz halt genau das gleiche. Das wächst und wächst und wächst. Und wenn wir das nicht wollen, dass es wächst und wächst und wächst und Steuern eben keinen Effekt mehr erzielen, dann sehe ich entweder noch ein größeres Umverteilungsvolumen, was der Rainer freuen wird, aber halt vielleicht auch nicht wahnsinnig sinnvoll ist, oder halt eben auf der Steuerseite etwas machen. Und was man auch noch dazu sagen muss, haben wir da drinnen aufgeführt, man darf nicht vergessen, wir leben seit Jahrzehnten mit unterschiedlichen Steuerfüßen. Oder? Bis 2008 haben wir 50% Punkte Unterschied gehabt im Land. Und ich kenne jetzt nicht gerade eine Gemeinde, die wegen dem armengenössig geworden wäre. Also mit diesen Unterschied kann man gut leben. Und was der Rainer sieht, möchte ich auch bestätigen. Zum Beispiel die Gemeinde Ruggell hat lange nach der höchsten Steuerfuss von 200%. Der höchste Wanderungssaldo von außen und innerhalb vom Land ist in den letzten Jahren meistens nach Ruggell gegangen. Weitere Fragen? Ja, Dagmar. Ja, ich habe auch eine Frage an Rainer oder eine weitere Gemeindeforscher, die da hinten sind. Heute haben wir gerade wieder in der Zeitung gelesen von Suchtberatungsstelle, die ausgelagert oder finanziert wird von einer privaten Stiftung. Wir haben die Schuldenberatungsstelle einer privaten Stiftung ausgelagert. Ich mache mir manchmal ein bisschen Sorgen und möchte wissen, wie nach sind die Gemeinden dran, um die Leute zu erfassen, die es wirklich nötig haben, denen, wo es nicht so gut geht. Weil ich befürchte ein bisschen, durch das verliert man dort den Blick. Wir sagen, es geht uns so gut und wir haben genug Geld überall. Aber wie kommen wir an die es wirklich brauchen? Weil ich möchte auch, dass wir jetzt nicht mit Geschenken verteilen, gegen die Umwelt schaffen, also dass wir eben Geld auszahlen und nachher nur mal eine Energie sperren, weil es wäre ein schlechtes Signal, aber kann die Gemeinde irgendetwas tun oder untereinander
dass einfach wirklich die, die jetzt in einer Notlage sind, dass sie eine Vergünstigung überkommen. Und wir warten ja noch auf einen Armutsbericht und es fehlen uns einfach die Zahlen einmal von Seiten vom Land. Und dort finde ich, dort muss man handeln. Und dort hoffe ich eigentlich auf die Taskforce, dass sie dort irgendwo Lösungen finden, dass man einfach diejenigen unterstützen kann, die es brauchen. Mhm. Vielleicht kann der Rainer etwas sagen, wir sind in einer kleinen Gemeinde ausgeschaut, oder Christoph weiß vielleicht, ein bisschen in einer grösseren, oder wir haben sonst noch ein Beispiel dazu. Mhm. Es hätte ja dort die Zentralisierung gegeben, was der Thomas schon angesprochen hat, dass man gewisse Aufgaben von der Gemeinde zum Land verschoben hat. Es gibt in der Gemeinde noch keine Fürsorgekommissionen mehr. Wir wissen eigentlich, oder kennen unseren Stand nicht von den Leuten, die bedürftig sind. Da kommen wir eben, wie gesagt, alle Quartal einmal eine Meldung über vom Amt für Soziale Dienste, welche Leute dass sie unterstützen. Und das ist alles im Nachhinein, wo wir dann einfach die Informationen bekommen, weil wir die Hälfte mitzahlen müssen. So sind wir relativ schlecht informiert, wem geht es nicht gut. Die Leute können nicht auf die Gemeindeverwaltung und sagen, mir geht es nicht gut, unterstützen mich. Es passiert eben nicht. Von dem Mani sind wir schlecht informiert, welche Leute das bedürftig sind und welche nicht. Dann sind wir bei der zentralen Einheit angekommen. Ja, also was so ist in der Taskforce Energiepreise, ist schon das Gesellschaftsministerium und das ASD drin, weil es gibt zwei Bereiche, wo man dort anschaut. Das eine ist die Wirtschaft und das andere sind eben die, die es brauchen, private, die Haushalte. Und der Armutsbericht wird ein statistischer Bericht sein, wo natürlich uns der Weg weisen soll, wo man grundsätzlich soll ansetzen. Da geht es aber um individuelle Themen, die zum Teil schon amtsbekannt sind und wo man muss mehr unterstützen muss. Und es geht darum, von denen, die allenfalls dort an der Grenze sind. Und ich denke eigentlich, ich bin selbst nicht in dieser Taskforce, aber ich gehe davon aus, dass man weiß, wo man muss unterstützen muss und dass man jetzt einfach muss definieren muss, wie man dort besser unterstützen kann. Was ich vielleicht noch ergänzend zum Rainer sagen kann, es ist schon so, dass zum Teil bei uns Leute vorbeikommen, die bedürftig sind. Und das ist dann das Beispiel, das vorher mal gefallen ist mit dem Feuerwehrhelm. Ist eigentlich gerade dort ziemlich ähnlich, wir wissen nicht mehr gemein. Also ich komme es zum Teil auf mit, aber ich weiß auch, wenn es schlechter geht, wenn es weniger schlecht geht und wer bedürftig ist. Und du denkst, dass wir zum Teil auf der Gemeinde auch Stiftungen haben von früher. Also das haben wir jetzt auf der Berger Gemeinde zum Beispiel, wo wir auch, das ist eine Wohltätigkeitsstiftung, die wir auch unterstützen können. Und dort kommen die Leute aktiv auf uns zu. Das wird dann das Ganze geprüft und dann kommen dann auch Geld. Und dort ist es, glaube ich, schon so, dass man manchmal näher ist, dass wir vom ASD, wo dort natürlich vielleicht auch die Hürde relativ gross ist, das ist nicht niederschwellig, es wird zwar das niederschwellig dargestellt, aber bis er einen Schritt macht, so jemand, den er absolut nicht kennt, kann natürlich schon grösser sein, als dass er vielleicht einmal zum Vorsteher seines Vertrauens geht, wenn er Vertrauen zu ihm hat. Und muss halt jemand anders suchen. Aber ja, es ist noch schwierig. Dort ist jetzt genau die Trennung auch wiederum schwierig. Oder? Wir zahlen zwar die Hälfte daran, aber eigentlich zum ASD gerade gar nichts zu sagen, konnte da gar nichts mit, was zum Teil mal alle drei Monate Sachen mit, weil wir anfragen, wie geht es der Person, aus datenschutzrechtlichen Gründen, darf nicht einmal eine Antwort darüber. Wenn es einen wirklich genau nimmt, was extrem schlecht ist, dann auch komisch, aus meiner Sicht. Und auf der anderen Seite kennen wir die Leute zum Teil. Natürlich nicht alle, aber einen Teil kennen wir sicher. Okay, gut. Ja, noch eine Frage dort. Ich will jetzt nicht noch eine Casino-Diskussion anfangen, aber der Regierungschef hat die 28 Millionen ins Spiel gebracht. Da frage ich mich einfach, braucht der Staat die 2-3% von den Gesamteinnahmen, die sie haben? Weil die Casino-Situation wird früher oder später am Land nicht auf die Füße fallen, sondern auf den Kopf fallen. Und da hoffe ich einfach, die Diskussionen laufen ja die nächsten Wochen im Landtag. Ich hoffe einfach, dass sich der Landtag mit dieser Thematik befasst. Mehr will ich nicht dazu sagen. Dann noch eine grundsätzliche Frage. Wir haben jetzt heute Abend gehört, uns geht es gut, uns Geld. Uns geht es gut. 3-4 Mal haben wir gehört, uns geht es gut. Das ist sicher okay. Gewissen Leuten geht es gut in diesem Land. Dagmar hat es auch angesprochen, der Christoph hat es angesprochen, der Rainer hat es angesprochen. Es gibt Leute in unserem Land, wo es ganz, ganz schlecht geht. Warum? Es ist eine VU-Veranstaltung heute Abend. Schaut einmal um, wer da ist. Die Funktionen haben, die keine Funktionen haben, sind nicht 10 Personen da.
Das sind VU-Veranstaltungen. Die Situation, die gesagt worden ist, zum Eruieren, wie es den Leuten geht, müssen Parteien müssen aus in die Ortsgruppe. Die Veranstaltungen, die hochtrabenden Veranstaltungen, die da sind, das ist alles okay, das ist gut und recht, aber das interessiert den Normalbürger nicht. Und der Normalbürger hat außer andere Probleme. Wir haben das die letzte Zeit erlebt, bei verschiedenen Diskussionen, vor allem auch bei den Abstimmungen, die gewesen ist. Die Leute draußen sind unzufrieden. Und wir haben jetzt, ich sage jetzt einfach von der VU aus, wir haben vor 2 Jahren Landtagswahlen gehabt, wir haben das Zufallsresultat erreicht, haben dadurch einen Regierungschef und die nächsten Wahlen sind in 2 Jahren wieder. Und wenn das so weitergeht, sieht die Situation für die VU schlecht aus. Im Moment ist nämlich die Gegenwart schwarz für die VU. Das heisst nicht politisch schwarz, aber die Zukunft sieht schwarz aus. Und da möchte ich einfach bitten, an die massgebenden VU-Leute, geht aus und dort in der Ortsgruppe bitte diskutieren mit den Leuten. Diese Veranstaltungen sind okay, aber das bringt dem normalen Bürger nichts. Danke. Ich glaube, Thomas, würdest du da vielleicht das Schlusswort dazu geben? Die erste Frage ist Ich glaube, es muss jeder für sich selber entscheiden, wenn er eine Turnen geht. Ich glaube, man muss darüber reden, man muss Transparenz haben. Es ist heute auch ein Ziel gesetzt, um Transparenz zu geben. Meine Antwort ist klar, ja, wir brauchen alle die Einnahmen. Und wenn wir es eben, es ist eben halt nicht nur einmal 28 Millionen, sondern es sind halt x-mal, wo wir dann darauf verzichtet hätten. Darum meine Aussage dazu ist klar. Und sonst muss man sagen, wo wir es denn sonst hernehmen. Oder? Wir haben jetzt heute von Steuersenkungen gehört. Über Steuererhöhungen redet niemand gern. Man muss einfach schauen, dass wir eine schwarze Null herbringen, mehr oder weniger. Und es wird ein Ziel sein. Und Casino-Einnahmen ist ein Teil von unseren Einnahmen. Wenn man auf eine verzichtet, muss man irgendwo anders schauen, dass es aufgeht. Das ist meine Aussage dort dazu. Aber es wird Leute geben, die sagen, wir können darauf verzichten. Und es wird Leute geben, die sagen, wir wollen gerne darauf verzichten. Es ist Demokratie. Und darüber werden wir können abstimmen. Ja, danke Franz für dieses Votum. Ich glaube, es ist eine Qualität in der VU, dass es so Voten gibt, dass man offen so Sachen anspricht. Ich möchte einfach 2, 3 Sachen dürfen noch dafür entgegnen oder einfach aus meiner Sicht beantworten als Parteipräsident. Erstens, seit Liechtenstein gibt es bald 10 Jahre die Veranstaltung. Letztes Mal haben wir, glaube ich, Klimawandel als Thema gehabt. Der Saal ist voll mit Leuten, die nicht VU sind, von freien Listen über VCL bis was nicht was. Heute Abend ist öffentliche Finanzen. Da sind jetzt andere Zusammensetzungen vom Publikum. Ich glaube, man kann nicht sagen, dass Zeit für Liechtenstein eine VU-Veranstaltung ist. Das ist jetzt mal anders. Je nach Thema können andere Gäste. Ja, es mag sein, dass vor der Gemeindewahl oder vor der Landtagswahl mehr Funktionär von der Partei oder Kandidaten die Öffentlichkeit suchen. Es kann durchaus sein, dass es aktuell so ein Thema ist. Vielleicht ist das Thema eher VU-lastig, weil momentan der Finanzminister von der VU gestellt wird. Es kann als Grund sein, aber ich möchte einfach nochmal betonen, wir veranstalten das als überparteiliche Veranstaltung. Wir sehen da vorne noch nie ein VU-Logo eingeblendet. Es ist kein Parteitag und auch keine parteiinterne Veranstaltung. Und von ihm her möchte ich einfach nochmal festhalten, mich freut auch, dass die Medien da sind, auch andere Medien, die uns jetzt nicht so nachstehen wie zum Beispiel das Vaterland. Also von ihm her, glaube ich, kann man dort eine Kritik leicht entkräften. Die Frage, ob die Partei stärker rausgehen müsste in die Bevölkerung und in die Ortsgruppe, dort bin ich voll bei dir. Aber es passiert auch. Wir sind regelmäßig, also ich habe noch einen anderen Job, auch noch, aber ich bin regelmäßig bei Seniorenstämmen, bei Parteiratsveranstaltungen, weiß nicht wo. Wir machen aktuell Mitgliederbefragungen, starten gerade eine neue wieder, wo wir alle Mitglieder, es sind fast 1000 Personen, aktiv befragen und da kann Rückmeldungen. Wir haben öffentlich aufgeschaltet, fragt die VU, da kann Fragen von Leuten, die nicht VU-Mitglieder sind, stellen uns E-Mail. Ich habe letzte Woche etwa 2 oder 3, Michael, wie viele sind es gewesen? Mehrere E-Mails von Leuten sind gekommen mit Fragen, mit schwierigen Fragen, so wie du auch stellst, kritische Fragen. Wir probieren eine Antwort zu geben. Wir haben auch nicht auf alles eine Antwort, weil wir auch nicht alles immer gerade einfach lösen kann. Aber ich glaube, wir bemühen uns, auszukommen, wir bemühen uns, überparteiliche Veranstaltungen zu organisieren. Und die Wahrnehmung, ob die VU die Wahlen gewinnt oder schon nicht gewinnt in 2 Jahren, ist, wie sieht man es auf Neudeutsch, let's cross the bridge when we reach it. Also jetzt schauen wir dann, wenn es denn so weit ist. Meine Wahrnehmung ist schon, dass Sachabstimmungen
einseitiges Ergebnis manchmal geben kann und nachher, wenn eine Wahl ist, eine Gemeindewahl oder eine Landtagswahl, etwas ganz anderes rauskommen kann. Also wir haben alle letztes Mal nicht mit dem Ergebnis gerechnet. Ich sage immer, es ist wie bei einem Skirennen, wer auch 100 schneller ist, ist jetzt halt der Sieger. Und wenn du auch 100 langsamer bist, bist du halt nicht der Sieger. Ob dort ein Zufallsergebnis ist oder nicht, ja. Wir haben zwei Sitze zugelegt als Partei, es hat uns gefreut. Wir stellen den Regierungschef im Landtag, stellt unseren Koalitionspartner den Landtagspräsidenten. Es ist eine ausgewogene Lösung. Die Koalition funktioniert gut. Wir sind uns auch bewusst, dass nicht allen Leuten im Land gut geht. Franz, es ist uns klar. Und wir suchen in der Taskforce, in der Partei und überall, wir suchen noch Ideen, wie man zielgerichtete Entlastungen machen kann. Ich habe mit dir persönlich und mit Michael auch schon Gespräche geführt, in der Parteizentrale vor ein paar Monaten, wo wir Ideen diskutiert haben. Ich bin einzelne Ideen deiner Meinung, öffentlicher Verkehr. Ich bin ein Fan von der Idee, ÖV gratis anzubieten, hat auch einen Klimawandeleffekt. Aber leider sind wir eine Volkspartei. Es gibt einen Haufen Leute, die andere Meinungen haben. Und es zeichnet uns auch aus, die Diskussion in der Partei oder auch in den öffentlichen Veranstaltungen, dass wir uns eben unterschiedliche Meinungen anhören. Und es gibt bei uns, im Unterschied zum Iran, gibt es bei uns keine Mullahs, die die absolute Wahrheit wissen und alle anderen einsperren, sondern bei uns gibt es Diskussionen und unterschiedliche Meinungen. Und ich bin ehrlich gesagt momentan mit dem Zustand der Partei eher positiv und zufrieden und weiß, dass man noch besser werden kann, aber ich scheue die Diskussion nicht. Und ich freue mich, wenn wir unsere Zukunft diskutieren miteinander, auch mit dir, Franz. Im Casino sind wir uns ganz sicher nicht einig, das weiß ich. In anderen Themen sind wir uns einig, aber die Diskussion, ich schätze und ich finde es so mutig, dass du daherstehst und das siehst. Ich finde das positiv. Also ich möchte mich an dieser Stelle eigentlich hier bedanken für deine immer kritischen Beiträge, die insgesamt uns dann noch weiterbringen. Aber dass wir immer deiner Meinung sind, ist darfst du leider nicht erwarten. Ich glaube, das verstehst. Danke. Super, dann würde ich sagen, beschließen wir da jetzt unsere Veranstaltung. Ich würde mich ganz herzlich bedanken, dass ihr da gewesen seid. Bei euch noch herzlicher bedanken, dass ihr teilgenommen habt an dieser Podiumsdiskussion. Es war wirklich mega spannend gewesen. Und auch, ich muss jetzt sagen, auch für mich, also ein paar tolle Inputs auch wieder bekommen. Eben auch wieder für Verdutz natürlich. Und ja, die Partei würde jetzt ganz herzlich noch einladen. Es wird draußen noch ein Apéro geben. Ich würde euch auch einladen, herzlich, dass ihr noch ein bisschen da bleiben, wir können uns austauschen und in dem Fall noch ein bisschen die VU, ich sage jetzt, belasten zuerst einmal mit dem Apro, genau, und dann tun wir das Land retten, genau. Schönen Abend miteinander, machen Sie gut, tschüss. Danke.